schlimmste Art zu sterben. Ich liebe Menschen. Seit ewigen Zeiten hielten sie mich für den Gipfel von Heuchelei und Hinterlist. Doch sie schaffen es immer wieder, mich darin zu übertreffen. Sie haben ihn verehrt. Sie beteten zu ihm, sie küssten den Boden, auf dem er wandelte. Und nun wurde er ein Opfer von eifersüchtigen Fanatikern, die sich zu wenig beachtet fühlten von der primitiven Blutgier des Pöbels. Ich stand neben seinem Richter, als er seine Hände wusch. Ich stand daneben, als der Mann, dessen größte Lehre Nächstenliebe war, von seinen Mitmenschen gequält wurde und als sie ihn durch die Straßen zerrten, bespuckten und demütigten. Ich stand daneben, als seine Mutter und seine Freunde, die ihm so bereitwillig gefolgt waren, tatenlos zusahen, wie er zur Stätte seiner Hinrichtung gepeitscht wurde. Doch die Menschen sahen mich nicht, fühlten mich nicht. Und hörten mich nicht. Und dabei verabscheuen sie mich doch angeblich so sehr. Sollten sie denn nicht die Nähe desjenigen spüren, den sie zu ihrem größten Feind erklärt haben? Möglicherweise haben die Intelligenteren schon begriffen, dass ich in jedem von ihnen existiere und dass meine Präsenz ebenso natürlich ist wie Wind und Regen. Insgeheim gefällt es ihnen sogar. Doch um mich geht es in diesem Moment nicht. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf ihrem Opfer. Wie eine Schar wilder Tiere hat eine große Menschenmenge ihre Beute eingekreist, um sie auf einem staubigen Hügel zu Tode zu foltern. Einen Mann, den sie einst als lebendiges Wunder ansahen, werden sie nun an ein Holzkreuz fesseln. Er ist kaum bekleidet und am ganzen Körper zerschunden und geschlagen. Man sollte meinen, dass sie spätestens jetzt Mitleid mit ihm bekommen hätten. Doch niemand scheint auch nur die geringsten Gewissensbisse zu verspüren. Immerhin haben sie seinen Tod lautstark gefordert. Nun ist es endlich soweit. Mit einem Holzhammer treiben sie ihm rostige Nägel durch Handgelenke und Füße. Schmerzverzerrt schreit er auf. Oh, vergib ihn her! Sie wissen nicht, was sie tun! Ich muss schmunzeln. Er spielt seine Rolle noch immer sehr gut. Schließlich wird das Kreuz aufgestellt. Über ihm hängt ein Schild, das ihn als König der Juden deklariert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ruft er schmerzerfüllt. Die Menge tobt und verhöhnt ihn. Ich spüre rauschende Freude in meiner Brust, als der grausige Prozess der Kreuzigung beginnt. Die Nägel durchstießen den mittleren Nerven seiner Gelenken. Furchtbare Schmerzen sind die Konsequenz. Er müsste in diesem Moment das Gefühl haben, als würde eine Explosion von seinen Händen aus seinem Kopf springen. Seine Arme, die sein gesamtes Gewicht tragen, beginnen durchzuhängen, was seine Qualen nur noch vergrößert. Um sie zu entlasten, bleibt ihm nur die Möglichkeit, sein Gewicht auf die Füße zu verlagern. So durchfährt der Schmerz abwechselnd seine Arme und Beine. Der Todeskampf bei dieser Hinrichtungsart kann Stunden, ja, Tage dauern. Und die Menge tobt noch immer. Doch nun beginnen seine sogenannten Freunde zu weinen. Sie wagen es nicht anzugreifen, denn sie fürchten, selbst gekreuzigt zu werden. Mich dürstet, ruft der Mann am Kreuz nach einigen Stunden. Tatsächlich erbarmt sich einer der Menschen und gibt ihm eine Lösung aus Essig zu trinken. Ich muss grinsen. Ihm ist sicher klar, dass das kein Akt der Gnade ist. Wer zum Tod am Kreuz verdammt wurde, wird immer mal wieder dieses Essiggetränk bekommen, um zu verhindern, dass das Opfer verdurstet und um somit seinen Todeskampf zu verlängern. Und allmählich kann ich sehen, wie die Schmerzen den Körper des Heilands besiegen. Krämpfe schütteln seinen Körper. Krämpfe, die sich seit dem Moment, an dem er ans Kreuz genagelt wurde, versteckt hatten. Seine überreizten Muskeln drücken auf sein Herz und seine Lunge. Seine Finger sehen unnatürlich verrenkt aus und seine Augen treten allmählich aus den Höhlen. Er beginnt zu keuchen und zu röcheln. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, würde er nur zu gerne schreien. Doch die Luft scheint sich zu weigern, seinen Lungen zu verlassen. Roter Lebenssaft strömt durch die Löcher in seinen Füßen und Gelenke. Doch er wird nicht verbluten, denn dafür haben seine Peiniger die Nägel zu gut platziert.
Er wird einen ewig erscheinenden Todeskampf durchleben. Die grausamen Krämpfe bearbeiten seinen Körper ununterbrochen. Schließlich werden sie sein Herz, seinen Blutkreislauf und seine Lungen zuschnüren. Und er wird ersticken. Unter Qualen, die sich ein Sterblicher kaum vorstellen kann. Das Beste, was ihm passieren kann, ist, dass er zuvor an einem Herzinfarkt stirbt. Natürlich sind die Menschen noch weit von den medizinischen Kenntnissen entfernt, um zu verstehen, was bei solch einer Tortur im Körper abläuft, aber dennoch. Ich muss den Römern Anerkennung zollen, denn sie haben die Kreuzigung perfektioniert. Sie brachten der Menschheit die schlimmste Art zu sterben. Es ist vollbracht, schreit der Mann am Kreuz. Höchst erstaunlich, dass er immer noch solch eine Lautstärke erreicht. Die Menge um ihn herum beginnt unruhig zu werden, denn eine ungewöhnliche Aura von Macht und Würde scheint von ihm auszugehen. Natürlich, in diesem Moment muss das Volk überzeugt werden. Die Menge beginnt ehrfürchtig und ängstlich zu flüstern. Vater, keucht der Gepeinigte ein letztes Mal. In deine Hände lege ich meinen Geist. Und nach dem kläglichen Versuch eines Schreis hört sein Körper auf zu zucken. Der König der Juden ist tot. Der Pöbel, der um das Kreuz herumsteht, verstummt und starrt die Leiche mit aufgerissenen Augen an. Ich habe noch nie jemanden so sterben sehen, flüstert ein römischer Offizier in meiner Nähe. Wahrhaftig, das ist der Sohn Gottes. Ich lache laut auf, als ich das höre. Ja, jetzt fürchten sie sich, jetzt, da sie merken, wen sie getötet haben. Zugegeben, es war ein ungewöhnlich kurzer Todeskampf für eine Kreuzigung, doch das macht die Angst vor der Rache ihres Schöpfers nicht geringer. Sie fürchten ihren Gott noch mehr, als sie mich fürchten. Und dennoch glauben sie, er wäre von Grund auf gütig und voller Liebe. Mein Lachen wird lauter und die Menschen hören es noch immer nicht. Wenn sie wüssten, wie recht sie damit haben, ihren Gott zu fürchten. Wenn sie auch nur ahnten, wie falsch sie mit der Vorstellung lagen, ihr Gott sei gütig. Wenn sie nur wüssten, was für ein grausames, machtgieriges Monster er eigentlich ist. Ich sehe noch einmal zur Leiche des Gekreuzigten. Jesus von Nazareth. Wie lange würde es dauern, bis er wieder aufersteht? 3 Tage? 5 Tage? Vielleicht eine Woche? Im Grunde war es gleichgültig. Er würde von den Toten zurückkehren und aller Welt mitteilen, er wäre für ihre Sünden gestorben und hätte sich geopfert, um die Menschen mit ihrem Gott auszusöhnen. Und Gott wird mehr verehrt werden als jemals zuvor und hätte die Menschheit sicher auf seiner Seite. Ich kichere. Ob die Menschheit jemals darauf kommen würde, wer dabei das wahre Opfer war? Einer seiner Jünger verriet den großen Erlöser. Ein Mann namens Judas Iskariot. Doch der Messias war keineswegs überrascht. Im Gegenteil, ihm war klar, dass einer seiner Apostel ihn hintergehen würde. Ihm war klar, dass derjenige Selbstmord begehen und zur Hölle fahren würde. Und er war durchaus bereit, einen seiner angeblich besten Freunde zu opfern, ohne mit der Wimper zu zucken. Nun gehört Judas mir und ich werde nicht zimperlich mit ihm umgehen. Der Messias erlebte ein paar Stunden die schlimmsten Qualen, die ihm Menschen zufügen konnten. Doch der Verräter wird bis in alle Ewigkeit die schlimmsten Qualen erleben, die Dämonen ihm zufügen können. Judas ist derjenige, der für die Sünden der Menschen bezahlen musste, nicht Jesus. Trotzdem wird der Nazarener vielleicht Jahrtausende lang als Erlöser angebetet werden. Sein Opfer wird die Menschen zweifellos davon überzeugen, dass Gott durch und durch gütig und selbstlos ist. Der Sohn Gottes war die größte, grausamste und widerlichste Propagandaaktion aller Zeiten. Dinge wie diese sind der Grund, warum ich meinen Feind so sehr respektiere. Aber er hat einen großen Fehler gemacht. Er weiß genauso gut wie ich, dass das Böse im Menschen wächst, wenn er intelligenter wird. Gott unterschätzt seine Kreation maßlos. Aber ich weiß, welches Potenzial in ihr steckt.
Eines Tages wird die Menschheit erkennen, was für eine grausame Bestie ihr Schöpfer ist. Ich werde ihnen mit Freuden dabei helfen und dann werden sie sich wieder mir zuwenden. Der angebliche Mächtige wird verstehen, dass sich seine gefährlichste Waffe gegen ihn gewandt hat. Er war schon immer viel zu arrogant, um seine Schwächen und die Stärken seiner Feinde zu erkennen. Er wird es erst viel zu spät merken. Und dann werde ich den ewigen Kampf für mich entscheiden. Ein für allemal. Ich lache lauter denn je. Seinen Sohn auf die Erde zu schicken, wird sich als fataler Fehler herausstellen, sobald die Menschheit die Lügen dahinter versteht. Ich grinse noch einmal, bevor ich die Schädelhöhe verlasse, auf der der Messias die schlimmste Art zu sterben erlitt. Seine Marionetten. Ihr kennt doch sicherlich dieses Spiel, in dem man andere Menschen steuert, bestimmt wie sie leben, was sie tun. Sims heißt es. Aus Spaß lassen wir ihre Partner fremdgehen, lassen sie sterben, lassen ihr Leben den Bach untergehen, nur um darüber zu lachen, unsere Langeweile zu bekämpfen und Spaß zu haben. Wir spielen Gott. Ja. Was ist, wenn unser gesamtes Leben nur Inhalt eines Spiels ist, welches Gott für sich programmierte, damit ihm nicht mehr langweilig ist? Er lacht über die kleinen Kreaturen, die er schuf, welche ihm gehorchten, teilweise noch anbeten. Menschen leben, Menschen sterben. Sie lieben und kriegen das Herz gebrochen, begehen Selbstmord oder morden andere. Die Welt leidet. Denkt ihr, das passiert aus Zufall? Nein. Dieser Gott, er spielt mit uns. Wir sind seine Marionetten. Er hält unsere Fäden in seinen Händen und lacht dabei. Über uns. Und wenn er eines Tages keine Lust mehr auf uns hat, sein Spiel, wird er uns wegwerfen. So wie eine zerkratzte CD. Der Preis des Metals. Eine riesige Welle, bestehend aus lauten Rufen und klatschenden Händen, erfüllte den Konzertsaal. Tausende Stimmen erklangen im Chor und die Musik ließ die Wände wie ein Erdbeben erzittern. All diese armen Seelen waren wegen einem Mann hier, welcher sowohl die Stimme eines Engels, aber auch die eines Teufels besaß. Für manch einen wirkte sein Gesang, sofern man es denn noch so nennen konnte, wie die Schreie eines Mannes, der gerade in den Genuss der mittelalterlichen Folterkunst kam. Andere jedoch erkannten etwas anderes darin, und es stellte sich heraus, dass viele seine Musik anders wahrnahmen als andere. So manch einer verlor seinen Hass, während er andere seine Trauer endlich den Rücken kehren konnte. Es gab jedoch einen Menschen, der nicht so recht in das Bild der jubelnden und fast schon fanatischen Fans passen wollte. Er stand dort, mitten in der Menschenmenge. In seinem Gesicht befand sich eine schwarze Brille und in seinen Ohren steckten Kopfhörer. Niemand beachtete ihn, noch beschwerte sich jemand über sein Verhalten. Sie konnten es einfach nicht. Diese Person existierte für die anderen nicht. Sie konnten weder ihn noch sein bösartiges Lächeln sehen, welches seine Mundwinkel zierte. Sein Blick wanderte zum Sänger, welcher ihn entsetzt anstarrte. Sein Blut gefror in seinen Adern. Die Schreie wurden immer lauter und trugen einen Hauch des Wahnsinns in sich. Seine Fans sahen seine Schmerzen nicht, genauso wenig die dünnen Metallstäbe, die sich Stück für Stück aus seinem Hals bohrten. Dunkelrotes Blut lief seinen Körper hinab, tränkten seine Kleidung in die Farbe seines entweichenden Lebens. Der Fremde lächelte noch immer. Er blieb nicht mehr stehen, sondern ging selbstsicher seinen Weg durch das Menschenmeer. Die Panik in dem Sänger wuchs. Warum hörte ihn denn niemand? Plötzlich bemerkte er ein leichtes Stechen in seiner Brust.
Der Schmerz wurde immer intensiver, fast schon unerträglich. Ohne es zu bemerken, hat er eine Flasche aufgehoben. Seine Augen funkelten, getrieben von der Verzweiflung. Ein lautes Klirren. In seiner Hand hielt er nun eine Glasscherbe, in der er sein vor Schmerz gepeinigtes Gesicht sah. Nur ein Schnitt und alles würde vorbei sein. Doch anstatt sich die Halsschlagader zu durchtrennen, rammte er es sich in die Brust und fügte sich tiefe Schnitte zu. Sein Blut schoss in riesigen Fontänen aus seinem Körper und besudelte den Boden. Das Glas schnitt immer tiefer, bis es schließlich zerbrach und in seinem Fleisch feststeckte. Der Fremde war mittlerweile angekommen und ergötzte sich an dem vor Schmerzen windenden Sänger. Bitte, mach, dass es aufhört, hörte man ihn leise hauchen. Er bekam keine Antwort, sondern immer wieder dasselbe Lächeln zu Gesicht. Wie von selbst bewegte sich die Glasscheibe in seinem Inneren und schnitt weiter durch sein blutiges Fleisch. Als der Sänger auf seine Brust starrte, blickte er auf seine beiden Lungenflügel, welche von 100 winzigen kleinen Glasscherben durchbohrt wurden. Die Schmerzen waren unerträglich. Du nanntest mir deinen Wunsch und ich meinen Preis, sagte der Fremde mit einer dunklen und tiefen Stimme. Jedoch hast du nicht das Kleingedruckte in unserem Vertrag gelesen, fügte er mit einem Grinsen hinzu. Diesen Fehler machen viele. Der Mann schaute zufrieden in das Publikum, in die Gesichter der zahlreichen verlorenen Seelen, deren Gefühle von der Musik aufgesogen wurden, wie das Wasser von einem Schwamm. Er sah wieder zu dem Sänger, der mittlerweile das Bewusstsein verloren und in einer riesigen Blutlache lag. Dieses Mal lächelte der Mann nicht. Stattdessen bückte er sich und berührte den Sänger mit seiner Hand. Wir werden uns bald wiedersehen. So wie jedes Jahr. Mit diesen Worten verließ der Fremde den Konzertsaal und der Sänger kam wieder zu Bewusstsein. In seiner Hand hielt er das Mikrofon und sang dabei die letzten Worte des Abends. Das Publikum jubelte und er strahlte wieder im Glanz des Ruhmes. Er vergaß für einen Moment die Schmerzen. Doch kaum hatten sie die Bühne verlassen, da fragte er sich auch schon, ob es das Ganze überhaupt wert gewesen war. Und dann war da der Tod. Es begann klein, ganz klein und unscheinbar, nur um sich zum Giganten zu entwickeln. Es begann wie ein Baby, klein, unschuldig und wehrlos. Klein, unschuldig, wehrlos und heilig. Wir schreiben das Jahr 2075 nach Christus. Die Welt hat sich in den letzten Jahren so stark verändert, so vieles ist zerfallen. Vor ziemlich genau 7 Jahren kam eine neue Macht an die Herrschaft. Es ist eine kirchenähnliche Organisation, wohl eher eine Sekte, die sich Neue Wirklichkeit nennt. Sie tauchte auf einmal auf. Niemand wusste damals, von wo diese Organisation herkam. Sie war plötzlich da. Es machte sich auch niemand Sorgen. Anfangs war es auch noch friedlich. Die Erretter, wie sie sich selbst nennen, kamen an die Häuser, versuchten die Menschen zu bekehren. Ganz normale Spinner, sagten die Leute. Doch aus irgendeinem Grund gab es innerhalb kürzester Zeit immer mehr Erretter. Man traf sie plötzlich überall. Man erkannte sie an ihrem Anhänger, dem keltischen Dreieck, den sie alle um den Hals trugen. Sie waren überall und es dauerte nicht lange, bis auch höhere Tiere der neuen Wirklichkeit beitraten. Das war der Anfang des Endes. Mit den Menschen der höheren Posten erreichte die neue Wirklichkeit höhere Macht und diese nutzte sie schamlos aus. Und niemand auf dieser Welt wird wissen, wie es diese Organisation je geschafft hat. Doch dann begann die Revolution. Ein kompletter Umsturz, in dem es die neue Wirklichkeit schaffte,
die Demokratie zu stürzen. Sie schaffte das und noch so viel mehr. Binnen weniger Jahre herrschte auf der Erde Zustände wie vor ungefähr 147 Jahren. Die neue Wirklichkeit erreichte eine Diktatur mit unglaublichem Ausmaß. Und mit welchen Rechten man auch immer gegen sie vorgehen wollte, sie fanden immer ein Schlupfloch. Sie fanden immer einen Riss, aus dem sie entkommen konnten. Es war wie verflucht. Sie predigten von Frieden und führten Krieg, um ihn zu erlangen. Und danach war es friedlich. Es war still wie noch nie. Menschen sprachen nicht mehr, weil ihnen die Angst die Stimme raubte. Sie bewegten sich nicht vom Fleck aus Angst, den falschen Schritt zu machen. Und sie starben. So viele starben. Vor einigen Wochen musste es gewesen sein, so genau weiß ich es nicht, es gibt keine Kalender mehr, da habe ich ein Graffiti gesehen. Ihr schafft es, dass die Ruhe verstummt. Die neue Wirklichkeit hat Kalender verboten. Sie wollen eine zeitlose Welt. Wer sich ihre Sender im Fernsehen ansieht, wie ironisch, man kann sich nur noch ihre Sender ansehen, erkennt warum. Sie sagen, dass der Mensch jung bleibt, wenn er die Zeit nicht vor Augen trägt. Die Zeit selbst ist es, die das Alter bringt. Aufständische werden ausgeklärt, wie sie so schön sagen. Auf gut Deutsch, sie werden getötet. Ich war einer von ihnen, von den Aufständischen. Ich wollte Fakten. Ich wollte die Wahrheit. Ich wollte das Warum. Ich fand es. Ich trat aus dem Schatten und der neuen Wirklichkeit bei. Ich suchte nach Antworten, unwissend, dass jeder meiner Schritte gesehen wurde. Ich las mir ihre Aufzeichnung durch und verstand. Durch langwierige Forschung hatten sie es geschafft, den menschlichen Verstand fundamental zu manipulieren und neue Menschen, die einen eigenen Ordner hatten, zu schaffen. Ich sah mir den Ordner durch, in dem unzählige Menschen, die rein waren, aufgelistet waren. Akten von reinen Menschen trugen den großen roten Stempel, auf dem in großen Lettern rein geschrieben stand. In den Akten waren alle persönlichen Eigenschaften, Charaktereigenschaften, Interessen und was an der Person manipuliert war, aufgelistet. Und ich verstand. Je mehr ich las, desto mehr verstand ich. Die neue Wirklichkeit wollte eine perfekte Welt und hatte sich somit in ihr eigenes Grab gestoßen. Mithilfe ihrer manipulativen Arbeit hatten die Erretter die Menschen nach ihrem Willen und ihren Vorstellungen der Perfektion geformt. Doch der letzte Ordner öffnete mir gänzlich die Augen. Arche stand mit schwarzem Kugelschreiber auf dem Rücken. Ich erwartete nichts Besonderes. Ich las die folgenden Zeilen wieder und wieder. Und jedes Mal stockte mein Atem beim Lesen etwas mehr. Aus die neue Welt, Seite 87. Und sie sollen brennen. Alle sollen sie brennen, bis das rote Fleisch sich von den Knochen löst. Bis die Knochen an sich in zwei springen und sich das ewige Mark entblößt. Brennen sollen sie, die Ketzer, die Verschmutzten, die, die sich nicht fügen wollen in die reine, reine Welt. Von uns gesäubert, von uns geschaffen, geformt, modelliert wie von Gottes Hand selbst. Denn die neue Wirklichkeit hat Gottes Hand in ihrer eigenen, und Gottes Macht kann sie ihr Eigen nennen. Und dieser verschmutzte Planet wird gereinigt. Gereinigt von Unglauben, so wahr die neue Wirklichkeit der einzig wahre Glaube ist. Und so wahr die neue Wirklichkeit die einzige Errettung dieser Welt ist, die seit Ewigkeiten schon dem Glauben entfallen ist. Und deshalb und nur deshalb sollen sie brennen und die Flammen sollen kommen und die Flammen sollen fressen, was es zu fressen gibt. Und sie sollen nur verkohlte Erde hinterlassen, auf dass sie nur schwarze Erde hinterlassen. Niemals soll diese Welt mehr verschmutzt sein. Niemals soll sie daraufhin mehr brennen. Ich war schockiert und obwohl ich erst einmal schlucken musste, blätterte ich den Ordner weiter durch. Ich las Folgendes. Die Flammen fressen.
Am 1. April 2080 um 0 Uhr wird eine Atombombe in der Nähe des heutigen New York einschlagen. Zur gleichen Zeit schlagen Atombomben in Tokio, Peking und Mexiko-Stadt ein. Diese werden mithilfe Tedoya 207 Jets abgeworfen. Alle unter Gottes Schutz, all die Reinen und Reingewaschenen verbringen die Schutzzeit unter der Erde, wo sie ihr eigenes Licht sind und wieder aufsteigen, wenn die Sonne wieder scheint. Denn davor werden die Flammen fressen und schon einen Teil des schmutzigen, verschmutzten Lebens auslöschen, bis der letzte Knochen fällt. Aug um Aug und Hand um Hand. Und die Flammen fressen weiter. Niemals verlieren sie die Lust und sie werden niemals satt. Niemals. Panik überkam mich. Ich musste weg von diesem verfluchten Ort, weg von hier und weg. Wohin auch immer. Ich hatte genug gesehen. Doch sie hatten mich auch gesehen. Sie hatten jeden meiner Schritte gesehen, durch Kameras, durch Überwachung, die wohl nicht einmal ein Gefängnis so ausgeklügelt hätte haben können. Sie verfolgten mich, sie fanden mich. Sie sagten, ich sei nicht rein, eine Schande für die Welt. Und dann steckten sie mich hier hinein, in dieses Loch, in dem ich weder Sonne noch Mond sehen kann, in dem ich nicht weiß, wie lange ich hier schon sitze. Ich verliere die Zeit. Nahrung bringen sie mir selten. Wasser gibt es an dem tropfenden Wasserhahn am Eck. Ich muss mich an der Wand abstützen, um ihn zu erreichen. So schwach bin ich schon. An der Decke meines Verlieses flackert unregelmäßig eine Neonröhre. Der feuchte, kalte, rechteckige Raum hat keine Fenster. Der grün-graue Schimmel überzieht die Betonwände, die vor Feuchtigkeit teilweise schon feine Risse bekommen. Die schwere Stahltür verliert schon ihre dunkelgrüne Farbe, unter der sich roter Rost zeigt. An meinem Fuß befindet sich eine ebenfalls schon rostige Eisenfessel, die mich mit einer langen Kette an der Wand hält. Sie scheuert mir das Gelenk wund, an dem sich bereits eitriger Wundschorf gebildet hat. Es brennt unzumutbar. Ich habe keine Kleidung. Sie haben sie mir genommen. Ich bin nackt, entwürdigt, im Stich gelassen, auf der Suche nach der Wahrheit. Es ist so unglaublich kalt. Ich kauere mich in die vom Schimmel schleimige Ecke und zittere vor Kälte. Ich will sterben. Ich habe zu viel herausgefunden, hinterfragt und auf der Suche nach der Wahrheit den Wahnsinn entdeckt. Was passiert, wenn der Mensch in Wahn verfällt? Wenn er fanatisch versucht, für Perfektion zu kämpfen? Perfektion ist zum Scheitern verurteilt. Immer. Die Welt verkraftet Perfektion nicht. Sie kann sie nicht verkraften, weil es noch nie Perfektion gegeben hat. Und es wird sie auch nie geben. Immer wieder brülle ich wie hysterisch diese Sätze. Niemand hört sie. Ich kratze mit den Fingernägeln auf dem Beton. Ich kratze mit dem, was von meinen Fingernägeln vom Kratzen noch übrig ist. Ich hinterlasse blutig rote Streifen auf dem gegossenen Stein. Es brennt. Es brennt so schön. Alles brennt. Ich brenne. Ich bin das Feuer. Ich bin das Feuer. Ich schüttle mich. Was ist los? Was ist mit mir? Auf einmal erkenne ich, was das hier soll. Ich werde gereinigt. Man kann Wahnsinn nur mit Wahnsinn erzeugen. Und nie, 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 niemals war ich dem Wahnsinn so nah. Wahn und Wahnsinn. Gleich und doch verschieden. Und ich werde rein. Und sie schaffen es dann doch. Erst jetzt bin ich rein und ich erkenne es, ich bin rein. Ich bin Feuer, ich bin gesäubert, ich bin modelliert, ich bin rein, ich bin Gottes Hand. Ich bin bereit für die perfekte Welt, ich bin bereit, mein eigenes Licht zu sein. Ich kann die Zukunft leben, ich bin Gott. Operation Deicide. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Was für ein Hohn. Vielleicht konnte man ihn als Vater bezeichnen, dann aber als einen, der trank, den lieben langen Tag vor auf dem Sofa herumsaß und nur aktiv wurde, um seine Kinder zu misshandeln. Okay, zugegeben. Er hat nicht immer versucht, uns absichtlich zu schaden. Und ich persönlich weigere mich auch zu glauben, dass wir ihm jeden Autounfall und jede Krankheit zuschreiben können, die sich auf dieser blauen Kugel ereignet hat.
Vielleicht hat er sich ja ab und an einen kleinen Spaß gegönnt, um sich von seiner deprimierenden, endlosen kosmischen Langeweile abzulenken. So wie ein Kind, das mit seinen Actionfiguren Krieg spielt und sich dabei wenig Gedanken darüber macht, ob die Plastikritter nicht des Kämpfens müde sind oder ob der Tyrannosaurus Rex lieber ein Schläfchen halten, als zum tausendsten Mal eine tödliche Kopfwunde erleiden würde. Kleine Spiele, Späße, Grausamkeiten, sicher. Aber ich kann nicht glauben, dass er unser Schicksal je völlig in seinen Händen gehalten hat. Andernfalls wären wir nicht in der Lage gewesen, uns zu wehren, nun wo er völlig den Verstand verloren hat. Ja, ihr habt richtig gehört, Gott. Ein Gott, der alle Aspekte unserer verschiedenen Religionen sich vereint und sie gleichzeitig negiert, hat den Verstand verloren. Eines Morgens erschien er uns am Himmel. Nicht etwa als bärtiger Mann oder gleißendes Licht, nicht als Jahwe oder Allah, sondern als ein Gewirr aus schwarzen Wolken, zwischen denen rote Blitze umherzuckten. Wir hätten es für ein Wetterphänomen gehalten, wenn nicht seine Stimme sich in jeden unserer Köpfe gebohrt hätte. Eine Stimme, die zugleich alt und jung, männlich und weiblich, zornig und säuselnd klang und die unablässig jene Worte wiederholte, die uns seitdem schier in den Wahnsinn zu treiben drohen. Ich werde die Welt von euch und euren Sündern reinigen. An diesem Tag hatte sein Krieg gegen uns begonnen. Noch wenn wir überrascht darüber waren, sollten wir eigentlich damit rechnen können. Immerhin geschah es ja nicht zum ersten Mal. Die Geschichten über seinen ersten Amoklauf konnte jeder von uns in den alten Schriften nachlesen. Geschichten über die Sintflut, über Noah, über Sodom und Gomorra, über Plagen, brennende Dornbüsche und geopferte Söhne. Doch wir hatten sie als Metaphern verstanden, als religiöse Hirngespinste oder, im Falle der Gläubigen, als moralisch gemeinte Warnung vor sündhaftem Verhalten. Vor einem Pfad, der direkt in die Hölle führt. Aber was, wenn schon in diesen Zeiten unsere einzige Sünde darin bestanden hatte, unseren Schöpfer zu langweilen? Die damaligen Menschen konnten wenig gegen den Zorn dieses höheren Wesens ausrichten. Es waren schon Schwerter und Pfeile gegen die Macht eines Gottes. Diesmal aber hatte er zu lange geschlafen, sich zu lange mit sich selbst beschäftigt und sich in wirren Träumen verloren, während seine Kinder gewachsen waren. Während der langen Phase der Vernachlässigung waren wir selbst zu halben Göttern geworden, die Leben erschaffen, verändern und zerstören konnten, die ihre eigenen Bausteine veränderten und neu kombinierten und über ein Heer von elektronischen Geistern geboten, die jede ihrer Befehle ausführten. Diesmal war der Kampf ausgeglichener. Dennoch bot Gott alles auf, was er hatte. Er schickte uns Seuchen, die viele von uns niederstreckten. Männer, Frauen und Kinder wandten sich in Krämpfen, erbrachen Blut und wurden von stinkenden Geschwüren übersät, bis wir endlich einen Impfstoff entwickelten, der sich schneller anpasste als die ständig mutierenden Viren, die das verbitterte alte Wesen auf uns losließ. Er sandte uns Dürren, aber wir gewannen Süßwasser aus der Luft, dem Meer und den Eingeweiden der Erde, um unsere Ernte zu retten. Er sandte gefräßige Heuschrecken aus, aber wir bauten ein Gen in unsere Pflanzen ein, das sie für sie ungenießbar machte. Er schickte eine gewaltige Flut und wir schützten unsere Städte mit Kraftfeldern. Er ließ den Meeresspiegel ansteigen und wir ließen unsere Städte schwimmen. Er verdunkelte den Himmel und wir schufen eine neue, künstliche Sonne, die uns mit Licht und Wärme versorgte. All diese Plagen waren für die Menschheit als Ganzes nicht mehr als ein Ärgernis. Auch wenn viele dadurch ihr Leben verloren und wir hätten dem alten sadistischen Tyrannen ins Gesicht lachen und ihn einfach ignorieren können, wenn er nicht seine gefährlichste Waffe ins Feld geführt hätte. Den Glauben. Denn mit der Zeit wuchs die Zahl jener, die meinten, dass wir uns Gottes Willen ergeben sollten. Sie waren so euphorisch, dass sich ihr seit Jahrtausenden schweigender Gott nun endlich gezeigt hatte, dass sie jedes seiner Verbrechen mit seiner angeblichen Größe und Weisheit rechtfertigten und allein uns Menschen die Schuld an allem gaben, was geschah. Sogar an unserem eigenen Leid. Aber konnte man einem Kind wirklich die Schuld geben, wenn es erwachsen wurde? Wenn es seine eigenen Ziele wählte und verwirklichte? Ist ein Kind nicht mehr als der willenlose Besitz seiner Eltern? Ich für meinen Teil denke das schon.
Zum Glück bin ich nicht der Einzige. Und dennoch, der Samen der Selbstkasteiung und des Selbsthasses gingen auf, wo jahrtausendelange Verehrung ihnen den Boden bereitet hatte. Und schon bald war der Anteil jener, die forderten, dass wir demütig unser Haupt senken und unsere gerechte Strafe empfangen sollten, größer als der der Vernünftigen. Die Fanatiker begannen nun damit, wissenschaftliche Einrichtungen, Fabriken und jede Art von Technologie zu sabotieren, an die sie ihre betenden Hände legen konnten, um so ihren heiligen Willen durchzusetzen. Dies erst hat uns in die verzweifelte Lage gebracht, die Menschheit vor sich selbst schützen zu müssen. Welle um Welle der gläubigen Narren müssen wir über den Haufen schießen, während wir jene Ultima Ratio vorbereiten, die unter dem Namen Operation Deicide bekannt ist. Eine hochentwickelte Atombombe gegen seinen eigenen Schöpfer einzusetzen, mag eine radikale Lösung sein, aber uns gehen die Alternativen aus. Und jeder Unterhändler, den wir zu ihm oder seinen Anhängern geschickt hatten, musste das teuer bezahlen. Es gibt keinen anderen Ausweg, keinen Plan B, und trotzdem gibt es eine Frage, die mich, neben den vielen sinnlosen Toten, die unsere automatischen Geschütztürme, Kampfdrohnen und Mikrowellenwaffen im Sekundentakt produzieren, gerade ernsthaft beschäftigt. Kann eine Welt den Tod ihres Gottes überleben? Kannst du die Vögel singen hören? Meine Eltern starben vor 3 Jahren bei einem Autounfall. Und so lebte ich bei meiner Großmutter in einer abgelegenen Landstraße nahe dem Wald. Ich saß im Schneidersitz auf dem Boden und spielte mit dessen abgestandenen Holzspänen. Ihr müsst wissen, dieses Haus ist ziemlich alt und genauso dieser Raum. Ein alter, kleiner Raum mit einem Holzboden, einem einzigen Fenster, das von Spinnenweben versehen war, und einem Schaukelstuhl, in dem Granny immer saß und streckte. Dabei ließ sie immer das Fenster offen. Als ich sie fragte, warum, begann sie mit ihren gelben Zähnen krampfartig zu lächeln, sodass sich ihre Falten eng zusammenzogen. »Um den Wind zu lauschen«, krächzte sie. Jedes Mal, wenn ich mich dem Fenster nähern wollte, sprach sie immer mit einem Hauch von Wut in der Stimme. »Sie werden dich holen, Jamie! Kannst du die Vögel hören, Jamie?« und starrte mich dabei mit ihrem blutunterlaufenden, faltigen Augen an. Ich verstand damals nicht, was sie damit meinte, denn es waren niemals Vögel zu hören. Aber eines weiß ich, ich hätte auf sie hören sollen. Doch ich stempelte sie als komplett verrückt ab. So habe ich nie die Rückseite des kleinen Häuschens gesehen. Doch so geschah es in einer Nacht. Als ich nicht schlafen konnte, ging ich in den Raum. Ich drückte die Klinke nach unten und schob die Tür quietschend auf. Gleich leuchtete der Mond in mein Gesicht und erhellte den Raum. Ich ließ mich an meinem gewohnten Platz nieder und schloss die Augen. Ich konnte nur noch meinen eigenen Atem lauschen, wie ich ein- und ausatmete. Mir lief ein Schauer über den Rücken, als plötzlich ein Lufthauch an mir vorbeizog. Langsam öffnete ich die Augen, um festzustellen, dass das Fenster offen stand. Ich war mir aber sicher, dass es geschlossen war, als ich den Raum betreten hatte. Neugierig wie ich war, steuerte ich in Richtung Fenster, um endlich zu sehen, was hinter dem Haus war. Wie aus dem Nichts hörte ich ein Zwitschern. Im ersten Moment dachte ich, ich werde langsam verrückt, aber je näher ich kam, desto lauter wurde es. Nur schmerzvolle und leidende Schreie unterbrachen dieses qualvolle Vogelgezwitscher. Am Fenster angekommen, hielt ich meine Ohren zu und glaubte, fast taub zu werden. Doch alles, was ich konnte, war, wie eingefroren dazustehen und zu versuchen, mich nicht zu übergeben. Die Rückseite des kleinen Häuschens glich einem Schlachtfeld. Überall lagen Leichen oder zerfetzte Körperteile und ein bestialischer Geruch machte sich breit. Dennoch war dies nicht das Schlimmste.
Riesige Schattenvögel saßen da und nahmen diese auseinander und rissen ihnen das Fleisch von den Knochen. Ich stolperte ein paar Schritte zurück und fiel zu Boden. An diesem Anblick lag ich wie gelähmt da. Vor Schmerz hielt ich mir die Ohren immer fester zu und schloss meine Augen und betete, dass das alles hoffentlich nur ein böser Traum sei. Langsam öffnete ich meine Augen und ich starrte in ein faltiges Gesicht mit einem breiten Grinsen, blutdürstigen schwarzen Augen, mit einem Küchenmesser in der Hand, dessen Klinge nur für einen kurzen Augenblick im Mondlicht hell aufblitzte. »Warum hast du nicht gehört, Jamie?« Langsam hob sie das Messer. Als ich begriff, was vor sich ging, nahm ich meine ganze Kraft zusammen, wich aus und kollidierte mit dem Schaukelstuhl. Das Messer rammte direkt in den Holzboden. »Jamie, meine Lieblinge haben Hunger.« Mein Blick schweifte suchend nach etwas, womit ich mich verteidigen konnte, bis ich die Stricknadel meiner Großmutter erblickte. Und ich packte diese schnell mit zitternder Hand. Gleich darauf wich ich dem Messer wieder aus und fiel erneut zu Boden. Diesmal steckte das Messer in der Wand fest. Das war meine Chance. Ich stach mit der Stricknadel genau in ihr Herz. Blut spritzte in alle Richtungen und Großmutter fiel zu Boden. Und das Zwitschern verstummte. Erschöpft und außer Atem ließ ich mich auf die Knie fallen. Plötzlich erschienen überall auf der Wand riesige vogelartige Schatten. Das Zwitschern war wieder da, nur noch lauter. Und es wurden immer mehr und mehr, bis der Raum komplett schwarz war. Eine tiefe, dämonenähnliche Stimme ertönte. »Jamie, hörst du die Vögel singen?« Mein Hund. Ich hasse es, wenn ich nachts vom Winseln meines Hundes aufwache. Wenn ich das Klackern seiner Krallen auf den hölzernen Treppenstufen höre. Wenn er in mein Zimmer kommt und auf mein Bett springt. Ich hasse es, wenn ich sein Gewicht auf meinen Beinen spüre. Aber ich schicke ihn nicht weg. Lausche nur seinen leisen Atem, bis ich irgendwann einschlafe. Wenn ich am nächsten Morgen aufwache, ist er nicht mehr da. Doch beim Frühstück sitzt er neben meinem Stuhl. Gehe ich zur Schule, läuft er neben mir her. Und er wartet vor dem Schultor, bis die Schule aus ist. Niemand stört es. Aber ich hasse das. Nach der Schule liegt er auf meinem Bett und beobachtet mich beim Hausaufgabenmachen. Er ist immer in meiner Nähe. Nachmittags gehen wir spazieren. Immer die gleiche Strecke. Er liebt es, Ball zu spielen. Aber immer wenn ein Auto kommt, geht er winselnd in Deckung. Er hat Angst vor Autos. Abends sitzt er neben mir auf der Couch und wir sehen gemeinsam fern. Manchmal gebe ich ihm etwas von meinem Abendbrot ab, aber er frisst es nicht. Meine Mutter schimpft immer mit mir, wenn ich das Brot auf der Couch liegen lasse. Aber das ist doch nicht meine Schuld. Wenn ich dann im Bett liege, starre ich in die Dunkelheit, bis ich einschlafe. Und schließlich vom Klacken der Krallen meines Hundes aufwache. So ist es immer. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Ich hasse es. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe meinen Hund, aber die Sache ist die. Mein Hund ist vor 5 Jahren gestorben. Arachnida. Ich kreischte und rutschte hastig von meinem Stuhl herunter. »Was hast du denn?« fragte mich meine Freundin verwirrt. »Die Spinne«, gab ich mit zitternder Stimme zurück und zeigte auf den Weberknecht, der an meiner Zimmerdecke hängt. Meine Freundin beginnt zu lachen. »Wirklich? Du bist so ein harter Kerl und hast Angst vor einer kleinen Spinne?« Sie nimmt eine meiner Unterlagen und schiebt die Spinne drauf. Dann macht sie das Fenster auf und schüttelt sie ab. Ich schaue ihr dabei konzentriert zu. »Du bist schon ein wenig seltsam«, stellt sie mit einem Grinsen fest. Ich werde rot,
Klar, es klingt verdammt dumm, sich wegen einer Spinne so aufzuregen und das auch noch vor der eigenen Freundin. Das ist es doch auch, was du so an mir magst, versuche ich mit einem Lächeln zurückzugeben. Sie muss davon lachen. Ich muss jetzt leider gehen, sonst bekomme ich richtigen Ärger, meint sie nach einem Blick auf die Uhr. Ich begleite sie zur Tür und sie küsst mich, bevor sie sich auf den Nachhauseweg macht. Ich schaue auf meine Uhr. Es ist 9:10. Wir leben in einem kleinen Dorf. Ich glaube also nicht, dass sie etwas zustoßen könnte. Ich muss bei der Erinnerung, wie sie mich immer beim Kampfsport besiegt, lächeln. Ich gehe wieder in mein Zimmer. Meine Eltern sind nicht da, so wie jeden Freitag. Also beschließe ich, noch ein bisschen an meinem Laptop zu gehen, bevor ich irgendeinen Film anschaue, den ich eigentlich nicht sehen darf. In meinem Zimmer angekommen, erstarre ich. Auf meinem Bett krabbelt eine riesige Spinne. Sie ist größer als ein Weberknecht, aber immerhin noch keine Vogelspinne. Aber andererseits, wie sollte eine Vogelspinne zu mir kommen? Ich suche in meinem Zimmer nach einem Durchschlupf, durch den die Spinne reingekommen sein konnte, aber vergebens. Schulterzuckend ignoriere ich die Tatsache und bewege mich langsam in Richtung Bett. Auf einmal krabbelt eine zweite Spinne über meinen Fuß. Erschrocken weiche ich zurück. Ach komm schon, stell dich nicht so an, flüstere ich ärgerlich vor mich hin. Ich mache das Fenster auf und bringe die Spinne vorsichtig raus. Erleichtert mache ich das Fenster wieder zu und mache einen Schritt zurück. Dabei höre ich ein leises Knacken. Vorsichtig schaue ich nach unten. Ich bin wohl aus Versehen auf die andere Spinne getreten. Angeekelt und fluchend schmeiße ich die zerquetschten Überreste der Spinne aus dem Fenster. Müde mache ich das Licht aus und lege mich ins Bett. Vielleicht sollte ich mich etwas ausruhen, bevor ich bis spät in die Nacht fernsehe. Nach 10 Minuten stillen Daliegens höre ich ein leises Krabbeln. Ich versuche es nicht weiter zu beachten, aber dann spüre ich ein leichtes Kribbeln auf meiner Haut, so als würden hunderte kleine Füße sich auf meinen Körper bewegen. Ich mache die Augen auf und im Dunkeln kann ich schattenhafte Bewegungen wahrnehmen, die von Spinnen stammen könnten. Ich versuche mir einzureden, dass es keinen Sinn ergibt und ich weiter schlafen sollte. Aber ich muss einfach ins Dunkel meines Zimmers starren. Panik überkommt mich. Ich will aufstehen, das Licht anmachen und mich vergewissern, dass dort nichts ist, aber ich kann mich nicht bewegen. Also liege ich weiterhin einfach nur da. Dann sehe ich es. Es sieht aus wie eine riesige, pelzige Spinne aus Schattenwölbung. Sie nähert sich mir langsam. Als sie auf mein Bett steigt und mich unter ihrem Gewicht beinahe erdrückt, will ich schreien. Aber meine Kehle ist wie zugeschnürt und so bringe ich nur ein ersticktes Krächzen raus. Die Spinne lehnt sich mit ihrem Kopf über mich, sodass ich das Gefühl habe, jede Sekunde zerdrückt zu werden. Du hättest sie nicht töten dürfen, flüstert sie leise. Das Letzte, was ich sehe, ist ein großer, haariger Spinnenarm, der auf meinen Kopf zugeschnellt kommt. Würmer. Ein tiefer Schmerz durchfuhr meinen Körper. Schwer keuchend wachte ich auf. Was zur Hölle raubte mir denn jetzt noch den Schlaf? Schlaftrunken richtete ich mich auf und schaute auf den grün leuchtenden Display meines Weckers. 3:10 Uhr. Ein schwerer und müder Seufzer entfuhr mir und ich machte mich auf in die Küche, um mir etwas zu trinken zu holen. Da ich ohnehin schon durch diese ganzen plötzlichen Schmerzen nicht mehr schlafen konnte und diese sich inzwischen meinen Kopf verlagert hatten, dachte ich, dass mir ein Glas kühles Wasser guttun würde. Auf dem Weg zur Küche kam ich am Spiegel des Hausflures vorbei. Es könnte nicht schaden, einen Blick auf mich zu werfen, dachte ich mir und tastete automatisch nach dem Lichtschalter. Mit einem kurzen Flackern ging dann auch endlich das Licht an. Erschrocken hielt ich mir den Mund zu, um nicht zu schreien. Meine Familie schlief noch und ich wollte sie nicht wecken. Außerdem wollte ich ihnen diesen Anblick nicht antun. Meine Haut sah vollkommen zerfressen aus. Überall hatten sich Löcher gebildet. Tiefe, blutige Löcher, aus denen etwas Gelbes gemischt mit Weiß herausfloss.
Diese eitrige Flüssigkeit bahnte sich von meiner Stirn herab direkt in meinen Mund. Es schmeckte so verdorben, so sehr nach Tod, dass ich nur mit Mühe einen Brechreiz unterdrücken konnte. Zitternd wagte ich einen erneuten Blick auf mein zerstörtes Ich. Schemenhaft konnte ich erkennen, wie etwas Langes, Dünnes unter meiner Haut herumkroch. Dieses Etwas kroch meine Stirn herab und bahnte sich seinen Weg durch die Nase. Jede einzelne Bewegung hinterließ ein grauenvolles Jucken und brannte unter meiner Haut. Schnell atmend, aus Angst und Panik verfolgte ich jede seiner Bewegungen und wie meine sonst so schöne zarte Haut anfing. Und wie meine sonst so schöne zarte Haut anfing anzuschwellen und rot zu werden, so als würde ich an einer Allergie leiden. Schlussendlich kroch dieses Etwas aus meiner Nasenhöhle heraus und ich erkannte, was es war. Ein kleiner, fetter, weißer Wurm, der sich mit meinem Blut und den Sehnen meines Gesichtes und meinen gesamten Körper vollgefressen hatte. Angewidert entfernte ich diesen aus meinem Körper und zerquetschte ihn mit meinen Fingern, damit das alles endlich ein Ende hatte. Mit einem lauten, grauenvollen Quieken platzte dieser auf und das ganze Blut samt der Sehnen und alles, was er sonst noch in seinem glitschigen kleinen Körper hatte, spritzte in mein Gesicht und klebte mir an meinen Fingern. Diesmal konnte ich meinen Magen nicht mehr unter Kontrolle halten und rannte zur Toilette, um mich zu übergeben. Hustend hing ich über der Toilette. Mein Magen rumorte, als gäbe es da noch mehr als nur mein Abendessen, dessen Stückchen in meinen eigenen Schleim badeten. Erneut erbrach ich einen Schwall Schleim. Aber diesmal spürte ich, wie etwas Glitschiges zwischen meinen Zähnen hängen blieb. Vorsichtig drückte ich mit der Zunge dagegen und es zerplatzte. Der Geschmack von Blut und saurer Flüssigkeit breitete sich in meinem Mund aus. Nein, das ist unmöglich. Das kann nicht sein, protestierte ich in meinen Gedanken, während ich mich wie eine Untote langsam aufrappelte und zum Spiegel ging. Vor dem Spiegel machte ich meinen Mund auf, um mich zu vergewissern, dass es nicht wirklich das war, woran ich dachte. Oh, plötzlich gefror mir das Blut in den Adern, als sich mein Blick auf den Mund meines Ebenbildes richtete. Ein Wurm lag halb zerquetscht zwischen meinen Zähnen fest. Es war der gleiche wie auch der, welcher unterhalb meiner Haut entlang gekrochen war. Moment trat ich einige Schritte zurück. Das ist nicht wahr! Das ist alles nicht wahr! Schrie ich mich wieder in Gedanken an. Auf einmal spürte ich ein höllisches Jucken in meinen Arm. Zitternd fuhr ich mit meinen Fingern entlang der roten Spur, die sich auf meinem Unterarm gezeichnet hatte. Dieses Jucken. Es war so unerträglich, dass ich anfing zu kratzen. Zuerst ganz leicht, doch dann immer stärker und stärker, bis ich mir die Haut aufgekratzt hatte. In diesem Loch aus Blut lebte ein ganzes Nest voller Würmer. Kaum traute ich mich, einen Blick auf dieses Nest von fettgefressenen Insekten zu werfen. Sie fraßen sich Stück für Stück durch meinen Körper. Nun entdeckten sie, dass ich ihnen den Weg nach draußen ermöglicht hatte und krabbelten entlang meines Armes hoch in mein Auge. Wie auf Befehl folgten noch mehr Würmer. Sie fraßen sich durch meinen Arm hindurch hinauf zur Oberfläche. Auch durch meinen Bauchnabel. Und durch meine Oberschenkel. Aus diesem anfänglichen Jucken wurde ein höllischer Schmerz. Schwer keuchend versuchte ich, die Schreie zu unterdrücken, doch es gelang mir nicht. Es fühlte sich an, als stünde mein gesamter Körper in Flammen. Hilflos beobachtete ich durch den Spiegel, wie auch das letzte dieser jämmerlichen Viecher langsam Biss für Biss in mein Gehirn eindrang. Meine Katze. Mein Name ist Edward Hansen. Ich bin 24 Jahre alt, lebe zurzeit allein in einer kleinen Ortschaft in und bin Literaturstudent mit Leib und Seele. Sie verstehen es vielleicht, wenn man in seinem so kleinen Städtchen lebt, wie ich es tue, überkommt einen manchmal eine gewisse Langeweile. Und da ich zurzeit sowieso nach einer neuen Inspiration suchte, beschloss ich, meine Sachen zu packen und für ein paar Tage zu verreisen. Nicht weit, nichts Außergewöhnliches, vielleicht in die freie Natur, wandern oder zelten. Da ich hier in nicht allzu viele enge Bekannte habe, benachrichtige ich meine vertrautesten Freunde, hin und wieder nach meiner Katze zu sehen,
die ich über alles liebte. Und wenig später fand ich mich mit dem nötigsten Proviant und einer Landkarte meines Zielortes im Auto wieder. Als ich nach dreistündiger Fahrt angekommen war, öffnete ich den Kofferraum, um das Gepäck zu holen, um mich auf Wanderschaft zu begeben. Ich hatte geplant, einmal durch den Wald zu laufen. Ich würde an einer kleinen Ortschaft vorbeikommen, dort ein oder zwei Tage übernachten und dann wieder zurückgehen. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich noch, ich hätte es mir eingebildet, aber ich meinte aus dem Augenwinkel eine kleine, schemenhafte Gestalt aus dem Kofferraum in den Wald huschen zu sehen. Nichtsahnend setzte ich meinen Weg fort und lief unbekümmert drauf los, bis es dunkel wurde. Ich beschloss, mein Zelt aufzuschlagen und auf ein Lagerfeuer zu verzichten, da ich ziemlich müde war und nichts unnötig herauszögern wollte. Es begann schon zu dämmern und ich machte mich an die schier unlösbare Aufgabe. Ich hätte eben schon vorher üben sollen, das Zelt zu errichten, aber im Nachhinein ist man schließlich immer schlauer. Ein klagendes Scharren entfernt links von mir ließ mich aufhorchen. Es war inzwischen zu dunkel, um ohne Licht weiter als 5 Meter sehen zu können, und da mir das Geräusch weiter entfernt schien, holte ich meine Taschenlampe und leuchtete in die Richtung, aus der das Scharren gekommen war. Zuerst sah ich nichts, doch plötzlich erschien im Lichtkegel eine kleine, geschmeidige Gestalt, und das Licht wurde reflektiert von den gespenstisch grünen Augen einer Katze? Ja, kann es denn sein? Ich traute meinen Augen nicht, als ich das kleine grau-weiße Fellknäuel betrachtete, das meiner eigenen Katze bis aufs Haar ähnelte. Ich war inzwischen näher gekommen, und selbst wenn es nicht meine Katze war, was machte überhaupt irgendeine Katze um diese Uhrzeit allein im Wald? Und plötzlich traf mich der Blitz. Die Gestalt aus dem Kofferraum. Meine Katze musste sich irgendwie unbemerkt in den Kofferraum geschlichen haben und den ganzen Weg mitgefahren sein. Es gab keine andere Erklärung. Als ich das schwarze Halsband mit meiner Adresse bemerkte, hatte ich Gewissheit. Diese Katze gehörte mir. Eigentlich wäre ich umgekehrt und hätte sie nach Hause gebracht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei Dunkelheit mein Zelt wieder einstecken und aus dem Wald finden und das mit Katze könnte, war einfach zu gering. Ich musste wohl oder übel über Nacht hier bleiben. Ich nahm also mein Wollknäuel auf den Arm und machte mich auf, zurück zum Zelt und... Wo war das Zelt hin? Ich drehte mich um, leuchtete mit der Taschenlampe in die Richtung, aus der ich gekommen war, und sah nichts als leeren Waldboden. Meine Katze schien zu spüren, dass etwas nicht stimmte, denn ein Geräusch wie das, das sie nun von sich gab, hatte ich noch nie gehört. Wie ein drohendes Jammern. Leichte Panik stieg in mir auf, doch ich suchte weiter und mein Herz machte einen dankbaren Hüpfer, als ich schließlich die dunkelblaue Zeltplane irgendwo in der Ferne zwischen den Bäumen ausmachen konnte. Habe ich mich wirklich so weit davon entfernt, als ich meine Katze holte? Aber es war inzwischen zu spät, um sich darüber noch Gedanken zu machen. Ich baute das Zelt vollständig auf, immer ein Auge auf meine Katze habend, und ging schlafen. Ich nahm die Katze zu mir ins Zelt und achtete darauf, den Reißverschluss gut zuzumachen, damit meine Katze ja an Ort und Stelle bleiben würde. Eine gewisse Tendenz zum Ausreißen hatte ich bei ihr heute leider schon feststellen müssen. Ich schlief sofort ein. Und als ich am nächsten Morgen aufwachte, war sie schon wieder weg. Wie hatte sie das nur geschafft? Schließlich war der Reißverschluss des Zeltes noch zu. Ich stand auf, machte ein kleines Feuer an, da die Sonne noch nicht aufgegangen war, und packte Zelt und Schlafsack ein. Ich legte alles beiseite und begab mich mit meiner Taschenlampe in den Wald. Irgendein ungutes Gefühl, das mich beschlichen hatte, seit ich gestern meiner Katze im Wald gefunden habe, brachte mich dazu, die Schritte, die ich in den Wald ging, mitzuzählen. 101, 102... in die gleiche Richtung wie gestern, da ich eben aus dieser Richtung wieder ein Scharren vernommen hatte. 131, 132. Und ich hatte meine Katze erneut entdeckt. Sie saß an der gleichen Stelle wie gestern, da war ich mir sicher, und starrte in den Wald. Ich konnte noch die Fußspuren von gestern erkennen.
Was machst du nur immer? Seufzte ich und nahm das Tier erneut auf den Arm. Diesmal rennst du mir nicht wieder weg, ja? Ich drehte mich um, suchte mit den Augen nach dem Feuer, das ich gemacht hatte. Ich entdeckte es nirgends. Ein seltsames Kribbeln breitete sich in meiner Magengegend aus. 130 kleine Schritte bis hierher. Genauso viel wie gestern, und ich konnte nicht meiner Dunkelheit ein Feuer auf dieser Entfernung weiter kennen. Wie war das überhaupt möglich? Ich blickte verunsichert zu der Katze auf meinem Arm. Sie hatte mich mit ihren seltsamen Augen fixiert. Verstehen Sie mich nicht falsch, lieber Zuhörer. Es kann genauso gut sein, dass ich mir es eingebildet habe. Aber sie schien mich anzugrinsen. Ich weiß, dass es lächerlich war, aber es war nicht meine Katze. Das wusste ich plötzlich. Ich fühlte es. Sie glich ihr bis aufs Haar. Fühlte sich zwar irgendwie schwerer an, aber sie hatte ein Halsband mit meiner Adresse um. Und plötzlich sollte es nicht mehr meine Katze sein? Diese Frage war lächerlich, absolut lächerlich. Halten Sie mich für verrückt, liebe Zuhörer. Ich habe es zu diesem Zeitpunkt auch getan. Tatsache war, dass ich mein Zelt schnellstmöglich finden musste. Das wurde mir bewusst, als diese Katze den Blick von mir abwandte. Auf einmal ekelte ich mich vor ihr, wollte sie abschütteln. Aber was, wenn es doch meine war? Ich konnte sie nicht einfach so im Wald zurücklassen, das widerstrebte jeder Faser meines Seins. Und so ging ich blindlings drauf los, in ungefähr die Richtung, aus der ich gekommen war. Und ich erblickte, zum Glück in weiter Entfernung, mein Feuer. Ich rannte zu ihm mit der Katze auf dem Arm. Ich hatte die Nase gestrichen voll, das können Sie mir glauben. Ich löschte das Feuer, das inzwischen heller geworden war, und packte meine Sachen zusammen. Da es mir irgendwie auch widerstrebte, diese Katze noch einmal zu berühren, bedeutete ich, ihr mitzukommen. Bisher hatte das immer ganz gut funktioniert, vor allem mit ihrem Lieblingsfutter als Lockmittel. Und auch jetzt, als ich ein paar Streifen getrocknetes Fleisch hatte, schien sie darauf anzuspringen. Sie maunzte bittend und strich mir um die Füße. Verstehen Sie, lieber Zuhörer, plötzlich kam mir der Gedanke, dass dies nicht meine Katze sein sollte, doch recht absurd vor. Natürlich gehörte diese Katze mir. Alles andere wäre absolut lächerlich gewesen. Ich ging also beruhigt in die Richtung, in der mein Auto stand. Auf meinem Kompass und die Ortskarte war immer Verlass. Auf die Rast in dem Dorf musste ich dann wohl oder übel verzichten, aber meiner Katze zuliebe würde ich das gern tun. Umso mehr wunderte es mich, dass ich mich immer noch im Wald befand, als die Dunkelheit erneut hereinbrach. Ich müsste schon längst wieder bei meinem Auto sein. Meine Katze, die auf meinem Arm schlief, kommentierte die Situation durch entspanntes Schweigen. Und plötzlich war auch dieses Gefühl wieder da. Weshalb kamen mir alle Strecken, sobald ich sie mit dieser Katze zurücklegte, so unendlich lang vor? Lag es an mir? Ich war mir relativ sicher, dass ich den richtigen Weg ging, nur dass ich auf dem Hinweg nur etwa die Hälfte der Zeit gebraucht hatte, die ich jetzt schon unterwegs war. Die andere Frage war mir schon beinahe zu absurd, als dass ich sie mir überhaupt stellen wollte. Lag es etwa an der Katze? Wie sollte das möglich sein? Hatte meine Katze irgendetwas an sich, das Strecken ausdehnte? Waren die Illuminati dafür verantwortlich? Ich musste grinsen. Ja, wahrscheinlich war es so. Eine halbe Stunde später war ich immer noch nicht am Parkplatz. Ich beschloss, bei der Familie anzurufen, die ich gebeten hatte, auf meine Katze aufzupassen, um diese zu entwarnen, falls sie sich schon vermisst hatten. Allerdings hatte ich hier keinen Empfang, also ging ich weiter. Meine Katze war inzwischen aufgewacht und lief nun wieder hinter mir und dem Trockenfleisch her. Ich überlegte gerade, mein Zelt aufzuschlagen, als ich in etwa 200 Metern Entfernung mein Auto entdeckte. Ich beeilte mich hineinzukommen, allerdings schien meine Katze etwas dagegen zu haben. Sie stellte sich mir in den Weg, klammerte sich an mich, war schließlich drauf und dran, zurück in den Wald zu laufen. Als ich sie hochhob, zerkratzte sie mir sogar den Arm. So hatte sie sich noch nie aufgeführt und sie gab erst wieder Ruhe, als ich sie ins Auto buxiert hatte.
Da ich keinen Käfig dabei hatte, musste sie wohl oder übel mit dem Rücksitz vorlieb nehmen. Ich verstaute mein Gepäck und fuhr los. Nach kurzer Zeit klingelte mein Handy. Ich nahm ab, da gerade keine anderen Autos in der Nähe waren. Es meldete sich Missy, die Mutter der Familie, die ich vorhin versucht habe anzurufen. Hallo, Edward? Ich bin ja so froh, dass ich dich endlich erreiche. Ich muss dir... Ich dachte, sie wollte mir gerade berichten, dass sie nicht wusste, wo meine Katze war. Doch plötzlich kam alles anders. Edward, du bist im Wald, nahe bei... Richtig? Noch bevor ich antworten konnte, unterbrach sie mich hektisch. Verschwinde von da! Sofort! Es ist etwas passiert! Sie redete so schnell, dass ich sie kaum verstehen konnte. Missy, reg dich ab, es ist alles in Ordnung. Erzähl alles nochmal langsam. Nichts ist in Ordnung! 3 Wanderer waren vorgestern ganz in der Nähe von dir. Es kam gerade in den Nachrichten. Sie wollten zelten, genau wie du, aber... Aber nur einer hat es überlebt. Er... Sie stoppte, holte tief Luft und setzte erneut an. Dir geht es gut, richtig? Du bist im Auto? Ich bejahte. Also, der Überlebende hat gesagt, sie hätten irgendwie ihr Zelt nicht mehr gefunden. Sie wären im Wald umhergeirrt. Und er hat noch irgendwas von einem Hund gesagt, den sie bei sich hatten, der aber durchgedreht ist und die beiden anderen in den Wald gejagt hat. Nur er konnte flüchten. Die anderen wurden zerfleischt. Edward. Ich dachte an das Gefühl, das mich beschlichen hatte. Das Gefühl, dass die Strecken sich immer mehr ausdehnen würden. Und ich, Idiot, hatte es auf meine Katze geschoben. Was es wirklich war, wusste ich nicht. Ich freute mich allerdings im Moment mehr darüber, mein Schicksal entronnen zu sein, als mir jetzt darüber Gedanken zu machen. Ich holte tief Luft. Missy, da wir gerade beim Thema Haustiere sind, ich dachte eigentlich, du rufst an, weil meine Katze weg ist. Ach, das hat sich aufgeklärt, keine Sorge. Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich sie hier... Edward! Sie lachte. Was redest du? Die Katze ist doch hier bei uns. Ich habe sie gerade eben gefüttert. Ich drehte mich um. Sie können mich jetzt für verrückt halten, lieber Zuhörer. Ich habe es in diesem Moment auch getan. Aber ich glaubte zu erkennen, dass das Biest auf meinem Rücksitz mich angrinste. Der Papa-Papaya-Parasit. Wer keinerlei Kenntnis über jenen Schmarotzer verfügt, den man den Papa-Papaya-Parasit nennt, der möge den folgenden Informationen lauschen und sich darüber bewusst werden, dass die Existenz dieser kleinen Kreatur mehr mit unser aller Leben zu tun hat, als wir uns bewusst sind. Doch um die Prozedur genauer zu verstehen, würde es sich als nützlich erweisen, zunächst seinen Wissensstand über diesen speziellen Vertreter der Gürtelwürmer zu erweitern. Dieser nahe Verwandte der uns seit längerer Zeit bekannten Blutegel kommt sowohl im Amazonasgebiet als auch in dem Staat vor, der uns unter dem Namen Costa Rica bekannt ist. Dort nisten sich die Larven nach dem Verlassen ihrer schützenden Eierschalen in den dort gedeihenden Papaya-Früchten ein. Das Verhalten und die Lebensweise dieses in höchstem Maße todbringenden Weichtiers wurde erstmals von dem brasilianischen Forscher und Schriftsteller Papá Enrico Garcia, dem er unter anderem seinen Namen verdankt, aufgezeichnet und mit seinem letzten Werk »Der Schrecken des Parasitismus« der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Sämtliche Exemplare des Buches wurden jedoch unterschlagen oder vernichtet, da eine Vielzahl an wichtigen Geschäftsleuten ihr Vermögen und ihren Erfolg auf dem Markt durch die Veröffentlichung des Buches gefährdet sah. Bevor all diese korrupten und von Gier und Habsucht geprägten Ereignisse dem Papa-Papaya-Parasiten zu einer gewissen Berühmtheit verhalfen, war er jedoch unter mehreren Urvölkern des Amazonas bereits seit Hunderten von Jahren bekannt. Wobei der Parasit bei jedem Stamm einen anderen Zweck diente. Die Nivaruda verehren den Wurm als Geschenk der Götter, da er angeblich die Fähigkeit besitzt, Krankheiten zu heilen.
Bei den Bujiva gilt er hingegen als Delikatesse. Sei es gebraten, roh oder getrocknet auf Fleisch zerraspelt. Die Ryutea fürchten ihn und sehen ihn in einem Boten des Todes. Entdecken sie ein Exemplar in den naheliegenden wachsenden Papaya-Früchten, wandern sie an einen anderen Ort, um der drohenden Auslöschung ihres Volkes zu entgehen, die ihnen unweigerlich widerfahren würde, sollten sie an den vom Tod gebrandmarkten Ort verweilen. Die Wale Dohawari haben eine ganz andere Verwendung für den Schädling gefunden. Sollte sich ein Stammesmitglied dazu erdreisten, sich bei einem Kampf oder einer Jagd feige zurückzuziehen oder es gar wagen, einem der eigenen Männer Leid zuzufügen, so wird er dazu gezwungen, eine vom Papa-Papaya-Parasiten befallene Papaya zu verspeisen, um somit künftig als Nahrungsquelle für diesen zu dienen und in Form von unsäglichen Schmerz Buße für seine Taten tun soll. In Costa Rica wird er des Öfteren dazu verwendet, untreue oder gewalttätige Ehemänner ins Jenseits zu befördern. Besonders berühmt wurde der Fall eines Jungen, der seinen brutalen und jähzornigen Vater mit Hilfe des Parasiten ermordete. Daher wird oftmals angenommen, dass der Name dieses Schädlings von diesem Ereignis herrührt, obgleich Papa Enrico Garcia ihn bereits 40 Jahre zuvor erstmals namentlich erwähnte. Jedoch steht die Verwendung als Mordwaffe lediglich an dritter Stelle, wenn es um die Nutzung dieser knapp 10 cm großen Spezies geht. Auf Platz 2 liegt die Herstellung von heilenden Salben, die aus den Ausscheidungen des Wurmes gefertigt werden und bei der man sich stark an der Vorgehensweise der Nivarura hat inspirieren lassen, welche dieser Tradition, wie schon anfangs erwähnt, seit Jahrhunderten nachzugehen scheinen. Verstreicht man eine der genannten Salben beispielsweise auf einer Wunde, wird der Heilungsprozess rapide beschleunigt. Und man kann laut derer, die die Salben zum Verkauf anbieten, die Wunde beim Verschließen beobachten. Allerdings werden auch fragwürdige Produkte mithilfe des Papa-Papaya-Parasiten hergestellt. So zum Beispiel ein Extrakt, das man erhält, wenn man eine von Parasiten befallene Papaya kocht und zu einem zähen Brei verrührt. Diesem Brei, der von einigen wenigen Touristen scherzhaft als Papa-Papaya-Parasitenpampe bezeichnet wird, werden magische Fähigkeiten zugeschrieben. So soll beispielsweise das Verstreichen auf den Augen einen Blinden innerhalb weniger Tage wieder sehen lassen. Auf Platz 1 der Produkte, welche mithilfe des Papa-Papaya-Parasiten hergestellt werden, steht seit Jahren unangefochten die sogenannte Papaya-Paste. Ist der Parasit erst einmal in einem neuen Wirt heimisch geworden, so beginnt er sich langsam und zum großen Teil seines Gastgebers durch dessen Fleisch zu graben und sein Muskelfleisch zu verzehren, bis er ausgewachsen ist. Den Parasiten zu entfernen birgt ein großes Risiko, da sein Körper mit scharfen Widerhaken versehen ist, welche die Richtung, in welche sie sich stellen, verändern können. Somit würde der Versuch, den Papa-Papaya-Parasiten aus dem Leibe des Betroffenen zu entnehmen, starke Schäden nach sich ziehen, da die Widerhaken die Fähigkeit haben, wichtige Blutgefäße mit Leichtigkeit aufzureißen, was lebensbedrohliche Folgen nach sich zöge. Auf seinem Weg durch seine Vorratskammer dringt der Papa-Papaya-Parasit bis ins zentrale Nervensystem seines Wirtes vor und legt dort ca. 500 bis 2000 Eier ab. Zudem löst er mithilfe appetitanregender Toxine einen Heißhunger auf jene Frucht aus, in welcher seine Brut dann später selber auf einen eigenen Wirt warten kann. Da der Schmarotzer beim Vordringen in das Gehirn seines Opfers eben dieses oftmals dadurch schädigt, führt der parasitäre Befall beim Wirt unter anderem zu Schwindel, Orientierungslosigkeit, Gleichgewichtsstörung, Kontrollverlust oder gar eine sprachliche Dysfunktion. Nachdem der Parasit seine Eier abgelegt hat, stirbt er innerhalb der nächsten 24 Stunden.
Bei der Verwesung werden sämtliche Giftstoffe seines Körpers freigesetzt, weshalb seinen Opfern meist jegliche Überlebenschance verwehrt bleibt. Das sogenannte Aidia-Toxin konnte bisher nur in den Körpern von Papa-Papaya-Parasiten und dessen Opfern nachgewiesen werden, was es somit zu einem der seltensten Gifte weltweit macht. So selten es jedoch ist, so todbringend und qualvoll ist auch seine Wirkung, die der Wirt binnen weniger Minuten nach der Freisetzung zu spüren bekommt. Unter anderem führt es zu starken Krämpfen und Lähmungen mit anschließender Ohnmacht und Erbrechen. Des Weiteren bilden sich am ganzen Körper eitrige Wunden, die sich stetig vergrößern und nach wenigen Tagen zu faulen beginnen. Aufgrund von rapide voranschreitenden Organzerfall beginnen die Betroffenen nach kurzer Zeit blutigen Schleim und Fleischbrocken zu erbrechen. Auch blutiger Stuhl ist eine häufige Folge des Gifts. In Ausnahmefällen kann das Toxin auch zu Erblindung und Zahnverlust führen. Doch bevor ein solcher Fall eintritt, sind die Opfer meist schon verstorben, was in den meisten Fällen durch einen sepsischen Schock hervorgerufen wird. Allerdings besitzt der schmerzhafte Ernährungs- und Fortpflanzungsvorgang des Papa-Papaya-Parasiten einen reizvollen Nebeneffekt, denn bei der Verdauung des von ihm verzehrten Fleisches setzt der Wurm überaus wohlriechende Duftstoffe frei, die sich in seinem Fettgewebe sammeln. Früher, oder teilweise sogar noch heute, wurden süßlich und sehr wohlig duftende Menschen ohne zu zögern auf offener Straße verbrannt, um einer drohenden Ausbreitung des Parasiten vorzubeugen, selbst wenn die Betroffenen meist gar nicht befallen waren. Aufgrund dessen wird vielen Touristen in gewissen Gegenden auch heute noch geraten, kein Parfum aufzutragen, um keinen falschen Eindruck zu erwecken, der ihnen eventuell das Leben kosten könne. Bis vor wenigen Jahren noch wurden monatlich Dutzende von Menschen entführt und mit dem Papa-Papaya-Parasiten infiziert. Anschließend wurde der Wurm aus den noch lebenden Individuen herausgeschnitten und in einer Lauge gekocht. Infolgedessen wurde den fast schon breiigen Würmern das Fettgewebe entfernt, was später zerstampft, verpackt und in Länder auf der ganzen Welt exportiert wurde. Dieses Produkt nennt sich die Papaya-Paste. Und sie ist eine der herrlichsten Cremes, die man für Geld käuflich erwerben kann, da sie nicht nur ein unvergleichlich liebliches Aroma besitzt, sondern auch die Haut straff, Falten somit glättet und sie gleichzeitig zart und weich werden lässt. Als jedoch örtliche Behörden das Verschwinden mehrerer Menschen bemerken und auch mehrere Videonachweise im Internet auftauchten, welche die Produktion der Papaya-Paste zeigen, wurde den Herstellern der Prozess gemacht. Vom 12. August bis hin zum 17. September wurden über 270 Menschen verhaftet und angeklagt, die man mit der Herstellung der Papaya-Paste in Verbindung bringen konnte. Die Entführungsrate sank rapide. Durch eine starke Einschränkung der Pressefreiheit konnte die gesamte Operation bestmöglich vertuscht werden. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Geschäft jedoch wenige Monate später wieder aufgenommen und unter deutlich strengerer Bewachung weiterhin durchgeführt. Inzwischen ist die Menge der Papaya-Paste, die jährlich hergestellt wird, beinahe um das Doppelte expandiert. Da vielerlei nationale und auch internationale Firmen an der Herstellung der Creme beteiligt sind, die Vorgehensweise heimlicher vonstatten geht und die Polizei Costa Ricas entweder fürstlich entlohnt oder um ein paar Beamte dezimiert wird, werden keine weiteren Schritte gegen die Produktion der Papaya-Paste eingeleitet. Aufgrund von Zollkontrollen und dem erhöhten Risiko wird die Creme inzwischen ausschließlich in Costa Rica zum Verkauf angeboten. Und da ein einzelnes Exemplar des Papa-Papaya-Parasiten lediglich 10 Gramm Fettgewebe enthält, müssen viele Menschen sterben, um zu der Herstellung der Papaya-Paste beizutragen. Schönheit und Wohlgeruch haben ihren Preis. Ohrwurm. Thank you.
Warum geht es nicht mehr aus meinem Kopf? Ich spüre ihn, wie er in meinem Ohr herumkrabbelt und sich seinen Weg frei frisst. Ich will das gar nicht. Warum musste ich mir dieses Lied so oft auch anhören, verdammt? Es schmerzt und ich weiß, dass es noch schlimmer wird. Ich halte es nicht aus. Er scheint größer zu werden. Mein Ohr droht zu platzen. Es wird immer dicker und dicker. Dieses Schmatzen. Es wird immer lauter. Ich weiß, dass es bald vorbei ist. Warum muss er mich so quälen? Seit Stunden sitze ich hier und versuche, mich abzulenken, aber dieses Lied ist ein verdammter Ohrwurm. Nun warte ich hier auf mein Ende. Bald ist es soweit, die Schmerzen werden stärker. Mein Trommelfell muss geplatzt sein, denn ich höre dieses schreckliche Schmatzen nicht mehr. Ich spüre keine Schmerzen mehr. Doch es geht wieder los. Dieses Vieh fängt an, mein Ohr zu fressen. Ich schreie vor Schmerzen. Ich schlage wild auf dieses Ding, doch es ist, als ob ich in die Luft greife. Ich rede mir ein, dass ich mir alles nur einbilde, aber dann sehe ich mein Blut, wie es auf dem Boden tropft. Ich schreie ununterbrochen und versuche alles, damit es aufhört. Es kriecht wieder durch den Gehörgang. Es gibt mir Zeit, mich etwas zu beruhigen, doch plötzlich beißt es in mein Auge. Ich habe keine Kraft mehr zu schreien. Ich wälze mich auf dem Boden, aber es bringt nichts. Der Wurm füllt meine komplette Augenhöhle aus. Mein Ohr. Es hört nicht auf zu bluten. Und diese Kopfschmerzen. Bald ist es vorbei. Ich weiß, dass er nun mein Gehirn frisst. Ich spüre es. Ich will einschlafen, aber ich kann nicht. Ich sehe mich um. Es war ein gewaltiger Fehler, denn auf einmal sehe ich hunderte Würmer um mich herum krabbeln. Sie vermehren sich immer schneller und durchbohren mich mit ihren scharfen Zähnen. Ich schreie. Warum hört mich keiner? Sie beginnen, meine Organe zu fressen. Ich merke, dass es vorbeigeht. Ich schließe meine Augen und flüstere: Endlich. Der Wurm. Seit Wochen werde ich von diesem Ding verfolgt. Egal wo ich bin, egal wie früh oder spät es ist, egal ob ich an der Realität teilnehme oder ob ich schlafe. Es hängt am Fenster, es saugt sich dort irgendwie mit seinem ständig geöffneten Maul fest. Es ist vielleicht 20 cm lang, es ist wie ein dicker, fetter, olivgrüner Wurm. Sein Maul ist an seiner Vorderseite. Die Zähne und eine Art Schlund sind kreisförmig angeordnet. Außen hat es kleine Tentakel, die ständig in Bewegung sind. Dieses Ding ist abstoßend. Irgendwie gegen die Natur. Als hätte eine höhere Macht etwas wirklich Ekelerregendes erschaffen wollen. Wann genau ich dieses etwas das erste Mal sah, kann ich nicht sagen. Mir ist nur noch bekannt, dass sich schwerfällig graue, triste Wolken schon die ganzen Wochen entleerten. Als ich eines Tages meine Augen Richtung Fenster schweifen ließ, sah ich flüchtig etwas am Fenster hängen. Da dachte ich noch, dass ich einen Knick in der Optik hätte und machte mir keine Sorgen. Vielleicht hatte irgendetwas etwas ans Fenster geweht. Vielleicht wurden meine Augen durch ständige Neonlicht beeinträchtigt. Oder schlägt mir diese monotone Arbeit auf die Seele? Nach zumindest gefühlten Stunden sah ich nochmals in die Richtung des verglasten Loches in der Wand. Ich erschrak. Dort hing dieser Wurm. Ich stand auf und trat näher, um dieses Ding genauer zu betrachten. Es wird wohl langsam Zeit, in den Urlaub zu gehen, entschied mein Verstand. Oder zu einem Arzt. Also besorgte ich noch am selben Tag keinen Termin. Dafür, dass mir jeder Arzt, sei es Hausarzt, Neurologe, Augenarzt oder sogar Psychiater, versicherte, völlig gesund zu sein, sah ich aber das Wesen häufig. In der Arbeit zum wiederholten Male, bei jedem verdammten Arzt, bei mir daheim. Jedes Mal, wenn ich jemanden überzeugen kann, ans Fenster zu gehen und selbst zu schauen, verschwindet es aber komischerweise. Sobald sich mein Gegenüber dem Glas abwendet, taucht es wieder auf. Das grenzt schon langsam an Psychoterror. Mein Leben geht den Bach runter. Nachts kann ich nicht richtig schlafen. Ich bin ständig unkonzentriert. Außerdem blieb bisher eine große Frage unbeantwortet. Was will es von mir? Eines Nachts hörte ich im Halbschlaf Glas splittern.
Am anderen Morgen war dieses sabberne Ding weg, dafür mein Fenster beschädigt. Im ersten Moment reagierte ich erleichtert. Hatte ich endlich meine Ruhe? Plötzlich begriff ich aber einen Umstand, der sogar noch schlimmer als dieses Ding war. Mein rechter Arm war verletzt. Ich hatte eine rote, kreisrunde Wunde, welche in etwa die Größe des Mauls dieses Wesens hatte. An den Rändern schienen diese Tentakel zu wachsen. Maggots. Erleichtert seufzend setze ich mich in meinen Fernsehsessel. Es war ein langer Tag für mich und ich bin froh, nun endlich die Füße hochlegen zu können. Ich sehe aus dem Fenster. Es ist schon dämmerig und die Straßenlaternen beleuchten den feuchten Asphalt. Andere empfinden das vielleicht ein wenig gruselig, doch mir gefällt der etwas düster wirkende Anblick. Ich höre, wie das Teewasser, das ich aufgesetzt habe, langsam zu köcheln beginnt. Entspannt lehne ich mich in meinem weichen Sessel zurück. Endlich Wochenende, flüstere ich mit halbgeschlossenen Augen. Plötzlich zucke ich zusammen. Ein leichter Schmerz durchbohrt meinen Arm. Vorsichtig hebe ich ihn, um zu sehen, was den Schmerz verursacht hat. Igitt? Geekelt schütte ich den Arm in der Luft und springe augenblicklich aus meinem Sessel auf. Ein fetter, weißer, schleimig wirkender Wurm klettert an meinem Arm entlang. Er lässt sich kaum abschütteln. Auf einmal landet er mit einem schmatzenden Geräusch auf dem Boden. Ich verziehe mein Gesicht. Ohne lange zu zögern, trete ich auf den weißen Wurm. Mit einem undefinierbaren Laut platzt er auf. Seine schleimigen Organe kleben an den Sohlen meiner Pantoffeln. Mir wird schlecht. Ich unterdrücke einen Brechreiz. Widerlich! Wo kommt der denn her? Stoße ich hervor. Unruhig sehe ich mich in meinem Wohnzimmer um, dann kurz aus dem Fenster. Es liegt im vierten Stock. Plötzlich vernehme ich eine Bewegung. Ruckartig wende ich mich ihr zu. Unter meinem Fernsehtisch kriecht ein genauso fetter Wurm. Ich hole eine Zeitschrift. Mehrmals schlage ich auf das ekelhafte, feucht, glitschig glänzende Ding ein, bis nur noch weißer, schleimiger Matsch übrig ist. Wo kommen die her? Diese Frage schießt durch meinen Kopf. Und auf einmal sehe ich sie. Unzählige Würmer, Maden und Käfer winden sich unter meinen Schränken. Unter meinem Sofa. Überall. Panik überkommt mich. Hektisch überblicke ich den Raum. Was ist hier los? Aus allen Ecken lösen sich plötzlich weiße Insekten und Würmer. Sie kommen auf mich zu. Hinter Bildern kommen sie hervor, unter meinem Teppich, aus scheinbar jeder und wirklich jeder Ecke des Wohnzimmers. Ich packe eine zusammengerollte Zeitung. Panisch gehe ich rückwärts. Immer mehr Wirbellose umzingeln mich, kriechen hinter Regalen hervor. Was zur Hölle ist hier los? Ein Käfer krabbelt schnell an meinem Bein hoch. Angsterfüllt schlage ich auf ihn ein, doch dadurch erreichen mich andere Insekten. Sie klettern unter meine Kleidung. Ich zapple, um sie abzuschütteln, doch daraus kriechen nur immer mehr Tiere an mir hinauf. Ich spüre den Schmerz, als der erste Käfer an mir zu fressen beginnt. Ich spüre, wie warmes Blut aus der entstehenden Wunde sickert. Der Blutgeruch lockt weitere Ungeziefer an. Es werden zu viele. Ich kann mich ihnen nicht mehr entgegenstellen. Ich werde regelrecht von ihnen überrollt. Und in dem Moment gebe ich mich ihnen hin. Ich kann mich gegen diese Übermacht nicht zur Wehr setzen. Sie sollen mich haben. Ich schreie laut, als sie an mir fressen. Ich brülle, als sie Maden in mein warmes Fleisch eindringen und sich durch meine Muskelfasern bohren. Ich weine, als die Käfer Eier in mich stechen. Ein großer schwarzer Käfer dringt in meinen Mund ein. Er gleitet schmerzvoll meine Rachen hinab. Ich spüre ihn in mir wüten. Ich spucke Blut. Es ist schleimig und von dunklen Schlieren durchzogen. Es tut so verdammt weh. Doch ich wehre mich nicht. Ich hab doch eh schon verloren. Maden hinterlassen blutende Löcher in meiner Haut. Wie in einem Baum, der unter Borkenkäfern leidet. Blut läuft aus jenen Löchern. Würmer dringen in meine Ohren ein. Sie fressen an meinem Trommelfell. Es schmerzt so unglaublich stark. Maden kriechen über mein Gesicht.
Sie dringen meine Nase ein, sie klettern in meine Augen. Ich habe in meinem Leben noch nie so unter Schmerzen gelitten. Ich kann mich vor Schmerz nicht mehr bewegen, ich kann nicht mehr schreien. Auf einmal wird mir unglaublich warm. Dann wird mir schwarz vor Augen und ich sacke leblos zusammen. Das Letzte, das ich bemerke, ist, wie sich eine regelrecht schleimige Welle aus kleinen gepanzerten Körpern über mich ergießt. Knochentoter Frau in ihrer Wohnung aufgefunden. Vor wenigen Tagen fanden Hausbewohner die Knochen ihrer toten Nachbarin in ihrer eigenen Wohnung. Eine Nachbarin der Frau hätte einen Zweitschlüssel für Notfälle und betrat die Wohnung, nachdem die tote Frau längere Zeit nicht mehr gesehen wurde und auch nicht mehr zu ihrer Arbeit erschien. Die Frau war bis auf ihre Knochen verwest. Wie das nach nur gut 4 Tagen so geschehen konnte, wirft sogar bei Experten Fragen auf. Die Frau legt die Zeitung weg. »Hörst du, Chrissy?«, spricht sie zu ihrem Hund. »Die Leute von der Zeitung übertreiben mal wieder maßlos.« Plötzlich stößt sie einen spitzen Schrei aus. An ihrem Arm klettert eine Made herauf. Die Geschichte eines Kammerjägers. Folgendes stammt nicht wirklich von mir. Es ist eine Sammlung von E-Mails, die mir ein Freund, ein Kammerjäger, zugeschickt hat. Ich denke mal, das alles sollte wohl nur ein Scherz sein und teile das deshalb mit euch. Die obligatorische Grußformel zum Anfang der Mails habe ich einfach weggelassen, weil dort mein Name genannt wurde. E-Mail vom 22.06. Hey, wie geht es dir? Hoffe, die Familie ist gesund. Tina fragt schon immer, wann wir uns mal wieder treffen können, aber ich weiß ja, dass du auch viel um die Ohren hast. Mir geht es nicht viel anders. Es scheint, als hätte das Ungeziefer Hochsaison. Nun, schlecht für die Leute und gut für mich. Der Jahresurlaub muss ja auch bezahlt werden. Im August geht es nach Spanien. Ich habe auch gar nicht so viel Zeit, muss mich gleichzeitig noch mit ein paar Anzugträgern herumschlagen, die bei der Stadt arbeiten. Irgendein Großauftrag, aber worum es genau geht, weiß ich auch nicht. Werde ich heute alles erfahren. Na, mal sehen, ob es sich lohnt. Gruß, Michael. E-Mail vom 24.06. Hey, das freut mich aber, dass es euch so gut geht. Ich habe den Auftrag übrigens bekommen. War ein komisches Treffen. Der Bürgermeister persönlich empfing mich und ich musste eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. Ich dürfte dir das alles also gar nicht erzählen, aber das alles ist wahrscheinlich nur der übliche Quark. Der Auftrag ist auch ein bisschen seltsam. Ich soll in der Kanalisation auf die Jagd gehen. Wird wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, aber die Bezahlung ist gut, also frage ich nicht nach. Naja, morgen geht es los. Ich melde mich dann wieder, wenn ich Zeit habe. Gruß, Michael. E-Mail vom 25.06. Da bin ich schon wieder. Ich muss dir berichten, wie der heutige Tag war. Ich musste da in voller Kampfausrüstung antreten. Atemschutzmaske, Schutzanzug und das stärkste Gift, was ich habe. Ich dachte, das alles wäre ein wenig zu viel, um nur ein paar Ratten oder sowas zu erledigen. Aber jetzt kommt der Hammer. Ich soll da unten gar nichts umbringen, sondern nach Kadavern suchen und Tiere, die sich komisch verhalten. Stell dir das vor. Ich glaube langsam, der ganze Auftrag ist nur wieder die übliche Verschwendung von Steuergeldern, damit das Budget aufgebraucht wird. Ah ja, mich soll's nicht stören. Ich habe genug an Vaterstaat gezahlt. Kann ja mir ruhig mal was zurückgeben. Nun, Kadaver habe ich nicht gefunden. Genauer gesagt, habe ich überhaupt nichts gefunden. Gruß, Michael. E-Mail vom 1.7. Okay. Ich musste wieder schreiben. Langsam wird die Sache seltsam. Ich habe heute tatsächlich Kadaver gefunden. Massenweise tote Katzen. Alle auf einen, mehreren kleinen Haufen, so als hätten sie sich alle zum Sterben dahin begeben. Sie waren komplett abgenagt, nur noch die Skelette waren übrig. Ich schätze mal, das war ein Festessen für die Ratten. Aber da gab es noch 2 Punkte. Erstens waren es Hauskatzen. Ich habe das an den Halsbändern erkannt, also keine Straßenstreuner, sondern richtige Rassetiere. Wieso kommen die da runter?
Und ich sagte ja, dass es ein Festessen für die Ratten war, aber ich hatte dir ja schon geschrieben, dass ich da unten überhaupt nichts gefunden habe. Und damit meine ich überhaupt nichts. Nicht eine Ratte. Und ich kann dir versichern, dass dies keineswegs normal ist. Naja, ich muss auch schon wieder aufhören. Tina hat das Abendessen fertig. Ich halte dich auf dem Laufenden. Gruß, Michael. Hier muss ich kurz einschieben, dass ich bei den folgenden E-Mails nicht vergessen habe, die Abschiedsformel mit einzufügen. Sie fehlt in den folgenden E-Mails einfach. Genau wie ein Anfangsgruß. Es waren nur noch blanke Informationen. E-Mail vom 3.7. Das heute, das kann ich nicht beschreiben. Ich durchstreifte die Kanalisation und fand tatsächlich ein Rudel Katzen. Aber wie sie sich benahmen. Sie liefen in einer geraden Reihe wie marschierende Soldaten und schienen mich gar nicht wahrzunehmen. Ich folgte ihnen also, das Ganze war ziemlich unheimlich. Aber dann krochen sie durch ein enges Loch und ich konnte ihnen nicht weiter folgen. Ich hätte zu gern gesehen, wo sie hingehen. E-Mail vom 12.7. Es tut mir leid, es waren ein paar Tage, aber ich war beschäftigt. Was da passiert ist. Ich meine, ich habe echt Probleme, das aufzuschreiben. Ich hatte ja schon gesagt, dass es da unten keine Ratten mehr gibt. Das heißt, das ist nicht ganz richtig. Heute habe ich wieder welche gefunden, aber nur tot. Und sie lagen wieder auf mehreren kleinen Haufen, so wie die Katzen, die ich vor einigen Tagen gefunden habe. Was ist da unten bloß los? E-Mail vom 15.7. Das alles ist furchtbar. Ich weiß nicht, wem ich das außer dir erzählen kann. Tina würde total ausrasten, wenn sie es wüsste, und ich hatte wirklich Probleme damit, ihr heute vorzutäuschen, dass ich einen ganz normalen Tag hatte. Ich weiß jetzt, was da unten ist. Ich mache mir solche Vorwürfe. Ich hätte das alles verhindern können. Aber ich war zu stolz, zu neugierig. Ich fand heute wieder so eine Katzenkolonne. Aber zwischen ihnen lief ein Kind. Ein kleines Mädchen von vielleicht 6 oder 7 Jahren. Sie trug noch ihren Schulranzen und ihre rosa Schuhe. Diese Schuhe. Ich weiß nicht, wieso ich sie nicht vergessen kann. Ich sprach sie an, fragte sie, was sie dort unten macht, aber sie ignorierte mich einfach. Sie war vollständig weggetreten. Ich hätte sie schnappen müssen, sie da raustragen. Aber stattdessen wollte ich unbedingt wissen, wo sie hingeht. Ich dachte mir, es kann ja nicht schaden, ihr ein wenig zu folgen. Im Notfall konnte ich ja immer noch eingreifen und vielleicht würde ich so das Rätsel lösen können. Gut, eine Stunde liefen wir durch die Kanalisation und immer mehr Tiere schlossen sich der Kolonie an. Wieder Katzen, aber auch Hunde waren dabei. Und das kleine Mädchen. Dieses Mädchen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein Monster, weil ich es nicht verhindert habe. Nach einer Weile kamen wir in einen Gang und dort sah ich es. Es waren große, sich bewegende Haufen voller Würmer. Die Massen wanden sich und jeder Haufen war mindestens 2 Meter groß. Die vorne laufenden Tiere sprangen in je einen der Haufen und versanken innerhalb einer Sekunde, während der Rest einfach nur dastand und wartete. Das Mädchen. Es sprang ebenfalls in einen dieser Haufen und auch sie war sofort nicht mehr zu sehen. Ich berappelte mich, rannte zu dem Haufen und steckte meine Arme herein, um sie herauszuziehen. Aber die Würmer, sie bissen sich einfach durch meinen Anzug. Der Schmerz war unbeschreiblich und ich, Feigling, habe einfach die Arme wieder rausgezogen. Ich schüttelte die Biester ab, die sich bereits in mein Fleisch vergraben hatten. Sie hatten innerhalb von Sekunden tiefe Wunden gerissen. Wut und Hass überkam mich und ich entleerte meinen gesamten Giftvorrat auf diese Monster. Verdammt, es war mir sogar egal, dass ich dabei ein Kind schädigen würde. Ich wusste, dass ich sie da rausholen musste, egal wie. Lungenschädigung und Verätzung kann man behandeln, dachte ich mir. Diese Dinger lösten ihre Formation und krochen davon. Einige von ihnen blieben tot zurück, aber die große Masse entkam mir. Aber von dem Mädchen war nur noch Blut und Knochen übrig. Das Fleisch war komplett abgenagt. Ich kam zu spät.
Auch die Katzen, welche in die Haufen gesprungen waren, waren in diesem Zustand. Die restlichen Tiere schienen wieder zur Besinnung zu kommen. Sie stoben verängstigt in alle Richtungen davon. Ich erwischte noch einen der Würmer lebend, welcher auf dem Boden kroch, und packte ihn vorsichtig in Glas, das ich mitgebracht hatte. Ich weiß, ich hätte die ganze Sache sofort melden sollen. Aber was hätte ich denn sagen sollen? Dass Katzen und ein kleines Mädchen bereitwillig in einen Haufen Würmer gesprungen waren und dann gefressen wurden? Ich werde dieses Vieh untersuchen und herausfinden, was da los ist. Und dann werde ich dafür sorgen, dass da unten ein Großeinsatz stattfindet und diese Monster ausgelöscht werden. E-Mail vom 19.06. Sie wussten es. Kannst du dir das vorstellen? Sie wussten es. Anders ist es nicht zu erklären. Ich habe diesen Wurm untersucht. Er hatte messerscharfe Zähne. Irgendeine Mutation, aber das ist nicht das Erschreckende. Ich öffnete das Glas und dann... Ich habe dir doch am Anfang erzählt, dass ich den ganzen Auftrag mit Atemmaske durchführen musste. Ich dachte, das lag daran, weil ich mit starkem Gift bewaffnet war. Aber das war nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Als ich das Glas ohne Atemmaske öffnete, der Wurm wand sich. Und plötzlich lag so ein eigenartiger Geruch in der Luft. Irgendein Pheromon, was der Wurm wohl aussandte. Und ich hatte das Bedürfnis, ja, den inneren Zwang, meine Hand in das Glas zu stecken. Weißt du, wie viel Überwindung es mich kostete, dagegen anzukämpfen? Und das war nur der Lockstoff eines Wurmes. Wären es mehrere gewesen, hätte ich wohl nicht dagegen ankämpfen können. Mit letzter Kraft verschloss ich das Glas wieder, obwohl sich alles in mir dagegen sträubte. Ich wollte nur meine Hand zu diesem Ding stecken. Nachdem ich es geschafft hatte, verbrannte ich das unsägliche Monster. Und mir wurde alles klar. Diese Dinger sind der perfekte Jäger. Sie jagen nicht ihre Beute nach, nein, sie locken sie an. Ihr Pheromon muss erst die Kanalisation erfüllt haben. Und je weiter sie sich vermehrten, umso stärker muss ihr Lockstoff geworden sein und schließlich an die Oberfläche gedrungen. Und wer es einatmet, wird willenlos, begibt sich ohne zu zögern direkt zu ihnen. Verstehst du das? Zunächst die Katzen und die Hunde, aber es gab schon mindestens ein menschliches Opfer. Wir müssen etwas dagegen tun, sonst steigen wir bald alle zu ihnen herab, um uns fressen zu lassen. Erst die Kinder und dann wir. Ich rief sofort bei der Stadtverwaltung an, ließ mich zum Bürgermeister durchstellen und schilderte ihm alles. Und was tat er? Kein Zeichen der Überraschung. Er sagte mir einfach, dass ich ruhig bleiben soll und sich alles finden würde. Mein Auftrag wäre erfüllt. Und ich würde einen dicken Bonus bekommen, sollte aber an die Verschwiegenheitsklausel denken, die ich unterschrieben habe. Die wollen das vertuschen. Ist dir das klar? Wer weiß, vielleicht haben sie selbst ihre Hand im Spiel. Irgendeine Züchtung, die aus einem Labor entkommen ist oder was weiß ich denn. Jedenfalls werde ich das alles nicht einfach so abtun. Ich sagte ihm, dass ich das alles nicht so hinnehmen werde, dass ich damit an die Öffentlichkeit gehen werde. Er versprach sofort, jemanden zu schicken, der mit mir über alles reden würde. Wahrscheinlich würden sie nochmal versuchen, mich zu bestechen. Aber ich werde das nicht hinnehmen. So viel Geld können sie mir gar nicht bieten. Ich werde ihnen die Pistole auf die Brust setzen. Entweder sie machen das öffentlich oder ich wende mich an die Presse. Die werden schon sehen, dass man mich nicht zum Schweigen bringen kann. Das ist die letzte E-Mail, die ich von ihm bekommen habe. Seitdem habe ich ihn nicht mehr erreicht. Seine Frau auch nicht mehr. Ich schätze mal, das ist einer seiner makabren Streiche. Vermutlich darauf beruhend, dass meine Katze vor ein paar Wochen verschwunden ist. Und er hat darum diese komische Geschichte aufgebaut, weil er sich für sehr humorvoll hält. Wahrscheinlich sind die beiden einfach nur etwas früher in ihren Spanienurlaub gefahren. In ein paar Tagen oder Wochen werden sie zurückkehren und mir erklären, dass dies alles nur ein großer Gag war. Nun, bis dahin werde ich die ganze Sache einfach mal hier veröffentlichen. Nur eine Sache frage ich mich. Woher weiß er, dass meine Katze verschwunden ist? Ich habe ihm das nicht erzählt. Die Menschenfabrik. Was
ich hier schreibe, ist so dermaßen krank und verstörend, dass mir wahrscheinlich niemand glauben wird. Aber ich muss es tun, um wenigstens mit ruhigem Gewissen sterben zu können. Es wird vielleicht nicht jeder zugeben, aber insgeheim kennt doch jeder Mensch solche Menschen, die irgendwie anders sind. Sie leben unter uns und arbeiten mit uns, doch die innere Stimme sagt, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Diese Überlegung kann ich nur gutheißen, denn es ist die Wahrheit. Ich habe es gesehen. Ich habe dort gearbeitet und wenn ich es schaffen sollte, diese Zeilen fertig zu schreiben, werden sie mich finden und eliminieren. Es war eine Fabrik, in der Menschen gezüchtet wurden. Perfekte Menschen, die so funktionierten, wie es die Kunden wünschten. Unsere Kunden waren große Konzerne, wirtschaftliche Schwergewichte und namhafte Sportvereine. Die Fabrik wurde in den 30er Jahren von einer Forschergruppe gegründet, um den genetisch besten Menschen zu entwickeln. Nach dem Krieg wurde der Betrieb einfach fortgeführt und ein weltweites Netzwerk sollte entstehen. Als schließlich das Internet in jedermanns Haus Einzug erhielt, war dieses Ziel erreicht. Durch geschickte Werbung brachten wir die größten Konzerne dazu, nicht mehr normale Menschen zu beschäftigen, sondern bei uns einfach ihre Arbeitskräfte zu bestellen. Dieser Trend ging so weit, dass manche Unternehmen gar keine Normalbürger mehr einstellen. Sie beschäftigen, außer in den Führungspositionen, nur noch unsere Supermenschen. Ich war schon ein paar Jahre in der Firma beschäftigt und es machte mir auch nichts aus. Klar, ein wenig Vorstoß gegen Moral und Ethik kann immer wieder hoch, aber ich schluckte es, bis es nicht mehr ging. Das Fass lief an dem Tag über, als ich in die Forschungsabteilung versetzt wurde. Mein neuer Arbeitsplatz wurde mir von einem Vorarbeiter erklärt. Dieser verzog keine Miene während der ganzen Einführung. Der Ekel kam mir aber bei der Station für die schwangeren Frauen. Von den produzierten Objekten wurden einige weibliche Exemplare zur Fortpflanzung behalten. Sie waren in Glassärgen untergebracht und hatten jegliche menschliche Züge verloren. Es waren quasi nur noch Gebärmaschinen ohne Gesicht und ohne Gliedmaßen. Allerdings waren die Fortpflanzungsorgane dermaßen überzüchtet, dass sonst nichts mehr vom Körper übrig war. Im Hinterkopf dachte ich mir, dass eben genetisch perfekte Menschen produziert werden sollten. Rein wirtschaftlich betrachtet war es also gar nicht so dumm. Aber um welchen Preis? Diese Wesen in den Behältern hatten doch auch ein Empfinden, oder nicht? Mir wurde erklärt, dass, wenn genug Kinder geboren waren, die Mütter entfernt wurden. Dies geschah durch eine Injektion mit Gift. Der somit leere Behälter wurde dann auch umgehend mit einem neuen Körper besetzt. Es musste schließlich mit der Produktion weitergehen. Das war zu viel für mich. Schon nach dem ersten Tag musste ich mir freinehmen. Doch damit hatte ich mein eigenes Todesurteil unterschrieben. Denn wer in unserem Bereich aufgrund einer solchen Reaktion nicht arbeiten will, wird früher oder später versuchen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist bis jetzt noch niemandem gelungen, solche Sachverhalte öffentlich zu beschreiben. Ich werde diese Zeile nun im Internet hochladen, damit sie die ganze Welt lesen kann. Denkt alle daran, dass es Menschen unter uns gibt, die nicht wie wir sind. Es sind Monster. Begraben. Jeder kennt die Angst. Die Angst vor dem Sterben. Dabei gehört der Tod zum Leben. Jedes Leben muss doch mal ein Ende finden. Trotzdem versuchen viele Menschen verzweifelt, den Tod zu überlisten und zum ewigen Leben zu gelangen. Aber das bringt schlussendlich gar nichts. Jeder stirbt irgendwann, ob er will oder nicht. Der Tod wird meist mit einer Gestalt im schwarzen Gewand, die eine Sense in der Hand hält, assoziiert. Anderen erscheint er als apokalyptischen Reiter. Und wieder anderen als Gott oder Hades. Man merkt, dass der Tod oft gefürchtet wird. Ihr fragt euch sicher, wieso ich ausgerechnet über den Tod spreche, oder?
Nun, ich leide an einer unbekannten Krankheit, die dazu führt, dass ich jede Sekunde sterben könnte. Das Einzige, was ich tun kann, um mir die Langeweile zu vertreiben, ist hier zu schreiben, da ich mich nicht viel bewegen darf und deshalb ans Bett gebunden bin. Besuch bekomme ich auch so gut wie nie, weil viele mich als komisch bezeichnen und Angst vor mir haben. Aber das ist mir egal. Ich brauche kein Mitleid. Ich kann es eigentlich kaum erwarten, aus diesem erbärmlichen Leben zu scheiden, da ich nie so etwas wie Emotionen empfinden konnte. Meine Eltern warfen mir oft vor, dass sie sich schämen, weil ich nicht normal war. Aber das ging mir am Arsch vorbei. Sie werden sicher ein Kind adoptieren, sobald ich gestorben bin. Sollen sie doch. Endlich ist es soweit. Ich spüre, wie das Leben langsam aus meinem Körper entweicht. Ich schließe die Augen und denke, Sayonara, Scheißwelt. Plötzlich wache ich wieder auf. Alles um mich herum ist dunkel. What the hell? Was ist hier los? Ich versuche mich zu bewegen, bemerke aber, dass ich in einer Box liege. Als ich die Seiten der Schachtel berühre, wird mir klar, dass die Box ein hölzerner Sarg ist. Ich wurde tatsächlich lebendig begraben. Voller Panik versuche ich, gegen die Bretter zu drücken, aber ich bin zu schwach. Verzweifelt kratze ich am Holz, bis meine Finger anfangen zu bluten. In Angstschweiß gebadet versuche ich, mich zu beruhigen, gerate aber dadurch nur noch mehr in Panik. Plötzlich bröckelt Erde in den Sarg und fällt in meinen Mund. Ich versuche zu schreien, verschlucke mich aber an der Erde in meinem Mund. Langsam wird mir schwarz vor Augen. Der Deckel des Sarges bricht auf und eine Tonne von Steinen und Erde beginnt mich langsam zu zerdrücken. Ohne zu wissen, wie mir geschieht, war es schon vorbei. Albert Fischs Brief. Diesen Brief schrieb Albert Fisch an die Mutter von Grace Butt, eines seiner Opfer. Meine liebe Miss Butt, im Jahr 1894 arbeitete mein Freund Captain John Davis als Matrose auf dem Tacoma-Dämpfer. Sie segelten von San Francisco nach Hongkong in China. Bei der Ankunft gingen er und zwei weitere an Land und betranken sich. Als sie zurückkehrten, war das Boot fort. Zu dieser Zeit herrschte Hungersnot in China. Jegliche Art von Fleisch kostete $1 bis $3 pro Pfund. Das Leiden war so groß, dass Kinder unter 12 für Lebensmittel verkauft wurden, um andere vor dem Verhungern zu bewahren. Ein Junge oder Mädchen unter 14 war auf der Straße nicht sicher. Man konnte in irgendein Geschäft gehen und Steak, Koteletts oder Fleischeintopf verlangen. Teile des nackten Körpers eines Jungen oder Mädchens würden rausgebracht werden und das, was man wollte, wurde abgeschnitten. Ein Junge oder Mädchen, dessen süßesten Teil des Körpers als Kalbschnitzel verkauft wird, erzielte den höheren Preis. John blieb so lange dort, dass er auf den Geschmack von Menschenfleisch kam. Bei seiner Rückkehr nach New York entführte er zwei Jungen, einer 7, der andere 11. Er nahm sie mit zu sich nach Hause, zog sie dort aus und band sie an einen Schrank. Dann verbrannte er alles, was sie bei sich hatten. Jeden Tag und jede Nacht versohlte er sie, folterte sie, um ihr Fleisch gut und zart zu machen. Zuerst tötete er den 11-Jährigen, da er einen fetten Arsch und somit das meiste Fleisch dran hatte. Jeder Teil seines Körpers wurde gekocht und gegessen, außer dem Kopf, den Knochen und den Eingeweiden. Er wurde im Ofen geröstet, sein ganzer Arsch, gekocht, gebraten, frittiert und eingedünstet. Der kleinere Junge war als nächstes dran, dieselbe Routine. Zu dieser Zeit lebte ich an der 409 East Street, nähe rechte Seite. Er erzählte mir immer wieder, wie gut das Menschenfleisch war und ich beschloss, es zu probieren. Am Sonntag, den 3. Juni 1928, traf ich mich mit ihnen an der 406 West 15th Street. Ich habe ihnen einen Topf Käse-Erdbeeren mitgebracht. Wir hatten Lunch. Grace saß auf meinem Schoß und küsste mich.
Ich spielte mit dem Gedanken, sie zu essen. Ich täuschte vor, sie auf eine Party mitzunehmen. Sie hatten es ihr erlaubt. Ich brachte sie zu einem leeren Haus in Westchester, welches ich zuvor ausgesucht hatte. Als wir dort ankamen, sagte ich ihr, sie solle draußen warten. Sie pflückte Wildblumen. Ich ging nach oben und zog mich aus. Ich wusste, wenn ich es nicht täte, würde ihr Blut an meiner Kleidung kleben. Nachdem alles bereit war, ging ich zum Fenster und rief sie. Danach versteckte ich mich in einem Schrank, bis sie im Raum war. Als sie mich nackt erblickte, begann sie zu weinen und versuchte, zur Treppe zu rennen. Ich packte sie, und sie sagte, sie würde es ihrer Mama erzählen. Zuerst zog ich sie aus. Wie sie nach mir trat, biss und kratzte. Ich strangulierte sie zu Tode. Dann schnitt ich sie in kleine Stücke, sodass ich mein Fleisch in meinen Raum tragen konnte. Ich kochte und aß es. Ihr süßer und zarter Arsch wurde im Ofen gegrillt. Ich brauchte 9 Tage, um ihren ganzen Körper zu essen. Ich habe sie nicht gef***. Ich hätte es tun können, wenn ich es gewollt hätte. Sie starb als Jungfrau. Der neue Atheismus. Worauf beruht unser Konzept der Seele? Was genau ist es? Ist sie messbar? Vielleicht. Es gab mal ein Gewichtsexperiment. Ein Sterbender auf einer Waage und im Moment des Todes wurde der Körper um etwa 21 Gramm leichter. Das war mit einem letzten Atemzug nicht zu erklären. Die Seele musste also etwa so viel wiegen. Leider war es auch so, dass in der Sterbephase eine erhöhte Verdunstung des Wassers im Körper nachweisbar war. Etwa 23 Gramm pro Stunde verlor der Sterbende. Es ist nicht auszuschließen, dass dieses Experiment ein Messfehler war. Es fand vor fast 100 Jahren statt. Erneute Experimente zu späteren Zeitpunkten zeigten ähnliche Resultate. Allerdings wurde der Gewichtsverlust zum Zeitpunkt des Todes mit steigender Messgenauigkeit der Waagen immer geringer, bis er kaum noch nachweisbar war. Also ist die 21-Gramm-Theorie vermutlich genau das. Eine bisher unbewiesene Theorie. Das Licht am Ende des Tunnels. Nachweislich feuern im Sterben die Neuronen des Gehirns noch einmal aus allen Rohren. So auch natürlich die Nerven und Verknüpfungen, die im Sehzentrum liegen. Erinnerungen werden abgerufen. Das Leben zieht an einem vorbei. Auch das ist alles nachweisbar, bewiesen und ist kein Hinweis auf die Existenz einer Seele. Außerkörperliche Erfahrungen sind durch einen massiven Ausstoß des körpereigenen DMT, einer der stärksten psychoaktiven Substanzen, zu erklären. Gebildet in der Zirbeldrüse des Gehirns. DMT ist auch in dem Drogengebräu Ayahuasca oder im mexikanischen Göttersalbei zu finden. Das Gehirn nimmt wesentlich mehr wahr, als wir glauben. Und wenn wir sagen, dass die Gespräche von Doktoren oder Personal im Krankenhaus während einer Operation wortgetreu wiedergegeben worden sind, liegt das natürlich eher an der Fähigkeit unseres Unterbewusstseins, dies dennoch im komatösen Zustand zu verarbeiten. Warum wird den Menschen eine Seele angerechnet? Es gibt keinen Nachweis dafür. Es gibt nur das Gehirn. Ein unglaublich tolles Produkt von Milliarden von Jahren stetiger Entwicklung. Somit gibt es keine Seele, kein Leben nach dem Tod. Das wäre einfach am unwahrscheinlichsten und doch schlichtweg dumm, wenn man diese Vorgänge, die wissenschaftlich erklärbar sind, auf etwas so Abstraktes und unmöglich Nachweisbares beziehen würde, als auf eine Seele. Warum hast du also Angst, deine zu verlieren? Etwas, das es möglicherweise nicht einmal gibt? Gib mir einfach etwas, das nicht nachweisbar existiert, und du bekommst all das von mir, was du dir am meisten wünschst. Deine Freiheit. Ich meine, ich kann auch nicht der Teufel sein. So etwas gibt es hier nicht. Hier unterschreiben.
James nahm den Kugelschreiber und setzte seinen Namen auf das Papier. Der nette Mann gegenüber schüttelte ihm lächelnd die Hand, dankte und wünschte ein schönes Leben. James hatte den ersten Schritt in Richtung eines befreiten Lebens gemacht. Ohne religiöse Zwänge, ohne die Furcht für ein scheinbar unmoralisches Leben nach dem Tod bestraft zu werden. Eine eigenartige Variante, den Atheismus voranzutreiben, indem man seine imaginäre Seele verkauft. Aber so befreite man sich wahrscheinlich von diesen Zwängen. Ein tolles, innovatives Konzept, fand James. Endlich und ganz offiziell mit seiner Unterschrift war er befreit und konzentrierte sich auf sein Leben. Nicht mehr auf das Klingen der Münze im Beutel des Pastors. Nicht auf die täglichen Gebete, die ohnehin nichts brachten. Nun konnte er, statt in die Kirche, zu den Treffen der Atheisten gehen. Sich austauschen über das gute Leben, Wissenschaft, Fortschritt. Er würde von seiner Gruppe auch keine Schuldgefühle eingebläut bekommen, weil er angeblich gesündigt habe. Nein, das war vorbei. So glücklich wie noch nie zuvor ging James die Straße hinab. Die Sonne schien ihm ins Gesicht und er genoss ihre Wärme aus vollen Zügen. Er sah nicht, wie der nette atheistische Pilger nach dem langen intensiven Gespräch, das er mit James geführt hatte, seinen Aufstelltisch zusammenpackte. Auch nicht, wie dieser sein Handy zückte und anscheinend mit jemandem telefonierte. Gut gelaunt das Telefonat beendete und siegestrunken die Faust in die Luft warf. Das sah gewaltig nach einer Beförderung aus. Auch, dass sich der Mann dann in einer Flammensäule auflöste und einen beißenden Schwefelgestank zurückließ, bemerkte James natürlich nicht mehr. Er war frei. Vorerst. Things I never wish to know. Ich bin nur ein gewöhnlicher Typ. Ich ging auf ein bescheidenes Junior College, weil ich ziemlich faul ab der 4. Klasse bis zur Highschool wurde. Meinen Abschluss habe ich eigentlich auch nie gemacht. Da ich für 3 Wochen von der Schule suspendiert wurde, musste ich zusätzlich einen Test zum Erreichen der Hochschulreife in meinem Abschlussjahr ablegen. Naja, das lief nicht so gut. Ich wurde bisher 3-mal verhaftet, jedes Mal wegen kleinerer Alkoholvergehen, und mir wurde ein Frontzahn bei einer Kneipenprügelei herausgeschlagen. Eigentlich bin ich ziemlich intelligent, aber aufgrund einer beschissenen Nervenerkrankung war es zeitweise schwer, meine Gedanken klar zu äußern. An sich bin ich Christ, aber beschäftige mich dennoch mit ritueller Magie. Ich nenne es nicht Magie und nicht Magic, denn scheiß auf Aleister Crowley. Es ist mehr ein Werkzeug, das ich nutze, um mir zu verdeutlichen, wer ich bin, als diesen ganzen Boogie-Woogie-Bullshit. Ich hatte schon immer den Zwang gehabt, mehr zu wissen als andere. Aber ich habe einen anderen Grund für diesen ganzen Kram. Und zwar, dass ich versuchte, meine Zukunft zu verändern. Denn seitdem ich klein war, hatte ich diese lebhaften Träume. Wenn ich mittlerweile ein paar betrunkene Nächte hinter mir habe, kann ich mich an jeden einzelnen erinnern. Ich erinnere mich mal, an etwas darüber gelesen zu haben, dass Menschen in Schwarz und Weiß träumen, aber sobald sie aufwachen, sich einbilden, in Farbe geträumt zu haben. Ich nenne das Schwachsinn. Wenn ich in Schwarz und Weiß träumte, könnte ich mich sehr gut an diesen Traum erinnern. Denn sie wurden wahr. Das erste Mal, als das passierte, war ich gerade 6 Jahre alt. Ich träumte, dass ich auf dem Waschbecken saß, es brach und ich mir in meine rechte Hand bis zum Knochen schnitt. Und ungefähr 1 Jahr später passierte das auch. Jedes Mal, wenn ich auf diese riesige Narbe auf meiner rechten Hand schaue, genau da, wo ich mich so tief schnitt, dass ich fast die Kontrolle über meinen Daumen verlor, erinnere ich mich an beides. Wie ich es vorher sehen konnte, aber es mir nicht möglich war, es abzuwenden. Seitdem passierte es unzählige Male. Mir war es nie möglich, diese Träume abzuwenden.
Über die Jahre konnte ich sehen, wie mein Vater starb. Ich konnte jedes einzelne Mal sehen, wie ich verhaftet wurde. Ich konnte sehen, wie meine Beziehungen begannen und endeten. Ich konnte sehen, wie ich die Menschen verletzte, die ich eigentlich liebte. Ich konnte sehen, wie ich versuchte voranzukommen, aber kläglich scheiterte. Ich konnte sehen, wie meine Schwester eine Fehlgeburt hatte. Ich konnte sehen, wie ich diesen Truck meines Vaters schrottete, den er mir hinterließ. Ich konnte sehen, wie ich aus meinem ersten Apartment herausgeworfen wurde. Verdammt! Ich habe sogar unglaublich banale Scheiße gesehen, wie das erste Mal, als ich Moxie getrunken hatte. Alles passierte so, wie ich es träumte. Später jedoch hatte ich einen, der sich immer wiederholte. Er begann in einem netten Haus, mit einer Frau, mit der ich, glaube ich, verheiratet bin. Wir haben ein romantisches Abendessen und ich sage, alles Gute zum Geburtstag. Und sie erwidert, ich kann nicht glauben, wie alt wir mittlerweile sind. Ich liebe dich genauso wie am ersten Tag. Wir gehen ins Schlafzimmer und haben Sex, als aus dem Nichts ein betrunkener Fahrer durch unsere Wand kracht und uns beide tötet. Jedes Mal leuchtet der Wecker neben unserem Bett auf. Er zeigt immer denselben Tag und Uhrzeit. Also versuche ich, bis zu diesem Tag diese Zukunft zu vermeiden. Ich werde vorsichtig sein und mit jeder Möglichkeit versuchen, diese Zeitlinie zu zerstören. Ich meine, letztendlich ist es doch nur ein Traum, oder? Also bedenke, wenn du dir das nächste Mal wünschst, zu wissen, was der morgige Tag für dich bereithält, beachte, ein offenes Schicksal ist besser als eines, was in Stein gemeißelt ist. Und manchmal kann Wissen schlimmer sein, als nichts zu wissen. Ein Test. Dies ist ein Test. Setze dich gemütlich hin und lass dich darauf ein. Konzentriere dich auf jedes Wort. Höre deutlich und konzentriert zu. Musik und Störgeräusche sollten ausgeblendet werden. Gehörst du dazu? Vielleicht. Mach den Test. Der Raum um dich ist leer. Leer bis auf einen Stuhl. Ein Stuhl, auf dem du sitzt. Um dich herum ist nur die Leere. Konzentriere dich. Ein Gefühl. Schwerelosigkeit. Dein Kopf fängt an zu schwingen. Leicht. Ganz leicht schwingt er hin und her. Ganz leicht. Kaum merkbar, dann weniger, immer weniger. Er steht still. Ein Duft, es riecht frisch, es riecht nach frischer Luft. Draußen ein anderer Duft. Brot. Eine Wärme, der Duft von frischem Brot, warm, würzig, wohltuend. Allmählich wird es stickig. Nein, es fängt an zu stinken. Erst nur leicht, dann stärker. Wie Müll, wie Fäulnis, Gestank. Ekelhaft. Halt dir die Nase nicht zu. Er verschwindet. Langsam. Aber er verschwindet. Langsam. Er ist fort. Kein Laut. Doch ein Laut. Ein Knacken. Ein Rauschen. Ein paar Flügel, die schnell schlagen,
Es wird lauter. Das Geräusch. Es wird lauter. Unangenehm. Es lässt nicht ab. Doch, jetzt. Es wird leiser. Es verschwindet. Dann wieder ein Knacken. Ein Rauschen. Es bleibt dabei. Ein Kratzen. Ein Kratzen am Hinterkopf. Kratz dich nicht daran. Bleib still sitzen. Spüre nur das Kratzen. Spür ein Kribbeln am Hals. Das Kratzen verschwindet langsam. Das Kribbeln wird stärker. Es wird ein wenig stärker. Es fühlt sich kalt an. Nicht kalt, kühl. Es ist kühl. Man friert nicht. Es ist einfach kühl. Ein Hauch. Ein Atemzug nach dem anderen. An deinem Hals. Eine Berührung. Nur kurz, ganz kurz. Das Kribbeln zieht hoch zu deinem Kiefer. Verschwindet allmählich. Ganz langsam. Es ist fort. Ein kalter Schauer. Augen starren dich an. Du weißt nicht von wo. Sie starren dich an. Unangenehm. Anhaltend. Die ganze Zeit. Schau dich nicht um. Das mag es. Schau weiter hierher. Lass dich verführen. Es wird verschwinden. Es merkt es. Es will beachtet werden. Du beachtest es nicht. Das mag es nicht. Es verschwindet. Zurück in den Schatten. Du bist wieder allein. Oder warst du schon vorher allein? Vielleicht. Vielleicht nicht. Spürst du es? Hast du es gespürt? Willst du es spüren? Lass dich darauf ein. Der Mann im Schnee. Du bist alleine zu Hause und hörst in den Nachrichten die Beschreibung eines Mörders, der auf der Flucht ist. Du schaust durch die gläserne Tür auf den Hinterhof und bemerkst, wie ein Mann im Schnee steht. Er passt auf die Beschreibung des flüchtenden Mörders perfekt und er lächelt dich an. Du schluckst, schnappst dir mit der rechten Hand das Telefon und tippst die Nummer der Polizei ein. Du schaust zurück auf den Hinterhof, während du den Hörer an dein Ohr legst und bemerkst, dass er näher gekommen ist. Dann lässt du das Telefon schockiert fallen. Es sind keine Fußspuren im Schnee. Es war sein Spiegelbild. Jetzt wird gespielt. Du wachst auf. Es ist dunkel und du liegst unter deiner warmen Decke. Wie viel Uhr mag es wohl sein? Ziemlich früh. Das weißt du zumindest. Durch den Spalt zwischen den Vorhängen scheint kein einziger Lichtstrahl und es ist auch nichts von draußen zu hören. Warum bist du sonst gleich aufgewacht? Ach genau, das Knarren. Was mag das gewesen sein? Ausgerechnet heute Nacht, wo du so gut am Schlafen warst. Du reibst dir deine Augen. Trotz der Dunkelheit fängst du an, gewohnte Objekte zu sehen. Dein alter Fernseher, dein Bücherregal. Doch warte, etwas erregt deine Aufmerksamkeit. Der Schrank. Warum ist eine der Türen halb offen? Du bist dir sicher, beide gut verschlossen zu haben, als du zu Bett gingst. Was auch immer, sagst du dir selbst im Halbschlaf.
du kannst sie genauso gut morgen schließen. So ziehst du die Decke über die Schulter und schließt wieder deine Augen. Es vergeht keine Minute, da hörst du es schon wieder. Du richtest deinen Blick in Richtung Schrank und merkst, dass die rechte Schranktür jetzt schon fast ganz geöffnet ist. Du liegst steif im Bett und beobachtest weiter deinen Schrank. Etwas hat sich doch da drin bewegt. Du drehst dich um und schließt deine Augen. Du kannst dein Herzschlagen hören und atmest vor Schreck mit kurzen, unregelmäßigen Pausen. Schritte kommen aus der Richtung deines Schrankes, genauso wie ein abruptes und schwaches Atmen, wobei es dir so vorkommt, als würden diese Geräusche näher kommen. Definitiv, etwas hat sich aus dem Inneren deines Schrankes auf dem Weg zu deinem Bett gemacht. Plötzlich triffst du eine drastische Entscheidung. Du wirfst dich auf deine Kommode und tastest hastig nach dem Lichtschalter. Na also, da ist er ja. Du betätigst ihn. Du hörst einen Schrei, worauf du dich sofort umdrehst und du hältst inne. Jetzt hast du einen kurzen Moment der Klarheit. Natürlich. Das ist das Mädchen von gestern Abend. Du hattest sie geschnappt und in deinen Schrank gesperrt, damit du heute damit spielen kannst. Diese Göre muss es jedoch geschafft haben, sich zu befreien, als du geschlafen hast. Oh, schau sie dir an. Sie ist panisch. Sie versucht, die Tür aufzumachen. Sieht sie denn nicht, dass sie verschlossen ist? Du grinst. Naja, dann ist es jetzt wohl Zeit zum Spielen, was? Du greifst nach dem Messer in der Schublade unter deiner Kommode und bewegst dich langsam in ihre Richtung, um zu spielen. Angstloch. Die raschen Schritte seines Laufes federten auf dem Waldboden, der mit Laub und Nadeln bedeckt war. Sein Atem sorgte für kleine weiße Wolken in der kalten Luft. Schwach bahnte sich das Sonnenlicht einen Weg durch die endlose graue Wolkenwüste am Himmel und durch die noch nicht ganz entlaubten Wipfel. Er lief diese Strecke oft. Es gefiel ihm, wie ihm die kühle, frische Waldluft beim Laufen um die Nase wehte. Der weiche Boden unter seinen Laufschuhen, die kalte Luft, die sein Gesicht zum Prickeln brachte, die Wärme an seinem Hals und an seinem Kopf, gut geschützt durch Mütze und Schal. All das brachte ihn dazu, das Joggen nach seinem Arbeitstag zu genießen. Es waren die letzten Momente seines Lebens und es war schön, dass er sie genoss. Sie wartete. Sie wartete in ihrem Reich, denn nichts konnte sie besser. Schon lange spürte sie das schwache Vibrieren kleiner, schneller Schritte. In ihrem engen Gang war das der einzige Bote, der seinen Weg aus der grässlichen, kalten Welt dort draußen in ihr Reich fand. Ihre Augen vermochten die ewige Dunkelheit nicht zu durchdringen. Der Gestank war fast greifbar. Er rann wie etwas Verfaultes von den runden Wänden. Die Stille in dieser stickigen, warmen Dunkelheit war eine tödliche Ruhe. In dieser Stille fühlte man unsichtbare Augen auf sich gerichtet, unsichtbare Ohren auf jede panische Bewegung lauschend. Man fühlte sich wie das Wild, das kaltblütig ins Visier genommen wurde. Und das war die Wahrheit. Sie machte sich bereit. Das Trommeln kam immer näher. Sie war bereit. Er passierte einen sanft geschwungenen Hügel am Wegesrand. Er hatte noch Zeit, einen winzigen, kaum wahrnehmbaren Spalt zu sehen, der wie ein Halbmond um den Hügel lag. Er hatte noch Zeit, einen schwachen, aber dennoch nicht weniger unangenehmen Gestank zu riechen, als es passierte. Es geschah alles in Bruchteilen von Sekunden. Der Hügel hob sich wie von Zauberhand. Nicht langsam wie in einem Märchen, nein, rasant schnell, wie von einer immens starken Kraft hochgeschleudert. Während ihm kleine Erdbröckchen ins Gesicht flogen, verdichtete sich der grauenhafte Gestank zu einem Miasma, das ihm fast die Sinne raubte. Es war fast so, als sei dieser Geruch etwas Lebendiges, das sich ihm ins Gehirn schlängelte. Er hatte zu dem Hügel geschaut, deshalb sah er sie. Es raubte ihm den Verstand. Ein gigantischer, brauner Leib hatte sich unter dem Hügel hervorgeschoben, der in einem unsichtbaren Scharnier nach hinten geklappt war. Er erkannte die kleinen Härchen einer Monstrosität. Unter dem Körper des Ungeheuers klaffte ein schwarzer Abgrund. Er erkannte, dass dieser Abgrund sein Tod war.
Würde er dort hineingezogen, würde er in liebevolle Geduld eingewickelt werden, würde sich noch schwach gegen sein seidenes Gefängnis wehren können, bis er starb und irgendwann in dieser ewigen Nacht dort unten gefressen werden würde. Seine Kleidung und Knochen würden sich, mit Fäden zu einem grotesken Bündel geschnürt, zu dem Rest an Abfall am Boden des Ganges gesellen, wenn es denn einen Boden gab. Er kam nicht einmal dazu, den Gedanken ans Weglaufen zu fassen. Er spürte eine Erschütterung, nein, mehrere Erschütterungen hinter sich. Gnädigerweise sah er es nicht. Die Kreatur hatte vier ihrer langkräftigen Beine hinter ihm auf den Boden gerammt, sodass sie über und hinter ihm in ein Gefängnis mit haarigen Gitterstäben bildeten. Jetzt zog sie sie mit einer einzigen schnellen Bewegung wieder zu sich wie ein Gärtner, der Laub bricht. Die Klauen an den Enden der Beine zogen Furchen durch den weichen Boden. Mit brutaler Kraft wurde er in den Abgrund gerissen. Die starken Beine hielten ihn umklammert. Erst jetzt wehrte er sich, er zappelte ohne Hoffnung. Mit angstgeweiteten Augen sah er den Hügel über sich zuklappen. Das Licht schwand. Als ihn allein die monströsen Kiefer und die Dunkelheit umfassten, fiel er in Ohnmacht. Sein letzter Gedanke galt den Fäden in seiner Hand, die er von den Wänden gerissen hatte. Weich, dachte er verwirrt. Weich wie Seide. Das Leichenhaus. Hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, eine Nacht in einem Leichenhaus zu übernachten? Ich glaube, jeder von uns würde nach etwa 30 Minuten sagen, er müsse hier wieder raus. Verständlich, oder? Wer möchte schon bei den Toten schlafen? Aber wenn wir selbst sterben, liegen wir neben anderen Toten unter der Erde, im Wasser, in Asche. Darüber macht sich keiner genau Gedanken. Oder doch? Echt schade, dass man Tote nicht fragen kann, ob es ihnen was ausmacht, neben einem Mörder zu liegen oder Vergewaltiger oder einer Mutter, die nach der Geburt ihres Kindes gestorben ist. Der Gedanke allein daran lässt mich am ganzen Körper zittern. Der Gedanke, vollständig unter der Erde gebracht zu werden, langsam zu verfallen und übrig bleiben die Knochen, die sich einst in deinem Körper noch herumbewegt haben, mit allen Muskelsträngen, die du besitzt. Was hinterlässt du den Menschen nach deinem Tod überhaupt? Nichts. Trauer und den Verlust, jemanden verloren zu haben. Aber auch du wirst irgendwann in Vergessenheit geraten. Und es wird kein Schwein interessieren, wer du jemals warst und welche Stelle du in dieser Welt eingenommen hast. Zurück zum Leichenhaus. Stell dir vor, du wirst nackt auf eine Metallbahre gelegt und in eine Kühlkammer geschoben, die gerade mal so groß ist wie du selbst. Und dort wartest du, bis es zu deiner Bestattung kommt. Das Leichenhaus ist kühl und kalt und verstrahlt Trauer. Natürlich, wieso sollte es auch festlich geschmückt sein? Immerhin liegen dort die Toten und schlafen in die Ewigkeit hinein. Also, was wäre daran so schlimm, dort eine Nacht zu übernachten, im Haus der Toten? Es könnte ja passieren, dass sich die Toten erheben, aus den Kühlkammern hervorkommen und dich mit ihren kalten Händen packen und dich zerfetzen. Quatsch, was ein blöder Gedanke, nicht wahr? Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht müsstest du stundenlang Qualen erleiden, bis sie es geschafft haben, an dein Herz zu kommen, um es herauszureißen. Oder sie reißen dir deine Arme ab und du merkst, wie deine Muskeln anfangen zu reißen und du den Schmerz kaum aushältst. Hast du dich mal gefragt, ob Menschen vor ihrem Tod auch Schmerzen haben? Sicherlich, denke ich. Der Körper wehrt sich gegen den Tod. Natürlich tut dieser es nicht, wenn du aus dem 10. Stock eines Hochhauses springst. Sobald du unten ankommst, bist du Matsch und das war's mit dir. Wir springen nochmal zurück zum Thema Leichenhaus. Kannst du dir vorstellen, 3 Jahre dort zu liegen? Gekühlt und verlassen? Im Normalfall liegt man dort 1 bis 3 Tage, bis man freigegeben wird. Aber in der Rechtsmedizin kann es auch mal bis zu 3 Jahre gehen. Schrecklich, nicht wahr? Glaubst du daran, dass ein Mensch eine Seele hat? Ich hoffe es doch sehr. Immerhin ist diese dann frei.
Wenn du das hier hörst, denkst du dir sicherlich auch, was ein Freak muss dies geschrieben haben. Aber diese Creepypasta soll keine wie die andere sein, sondern ein wenig zum Nachdenken anregen. Mal weggedacht von Blut und roten Augen. Das Thema Tod wird uns irgendwann beschäftigen. Nicht jetzt, nicht morgen, aber in ein paar Jahren. Totenstadt. Du siehst die Sonne untergehen. Du siehst die Schatten länger werden. Du spürst wieder, wie du anfängst zu leben. So wie jeden Tag. Du läufst los, ohne zu wissen, wohin. Siehst die verbrannten Ruinen, ohne sie zu beachten. Hörst das Kreischen, das immer wieder aufs Neue dein Todesurteil ist. Du läufst schneller, bis du rennst, hörst die anderen, die du nie gesehen hast, und lässt die Gewissheit über dich ergehen, dass sie dich finden werden. Die Totenstadt erwacht wieder zum Leben. So wie jede Nacht. Um am nächsten Morgen wieder in einsame Stille zu verfallen. Du wirst zusammen mit all den anderen, die du nie kanntest, hier bleiben. Bis zum Ende der Welt. Denn das soll euer Schicksal sein. Jeden Tag neue Schmerzen, neue Qualen, neues Leid zu erfahren. Du hörst Schritte hinter dir und rennst schneller. Auch wenn du weißt, dass eine von ihnen dich finden wird, egal was du tust. Du merkst, wie du fällst und auf dem Boden aufschlägst. Du spürst den feuerheißen Atem von ihr im Nacken. Und das Letzte, was du an diesem Tag tust, ist dich umzudrehen und in das weiße Gesicht und die weißen Augen einer deiner Jägerinnen zu sehen. Du spürst, wie dir all deine Glieder einzeln ausgerissen werden. Du bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt wirst, bis du wieder für wenige Stunden in die schweigende Stille des Todes fällst. Und du wartest nur noch auf die nächste Nacht, die dein Schicksal wieder besiegeln wird. Du wartest nur noch darauf, dass der ewige Kreis der Qualen von neuem beginnt. Und wieder mit deinem Tod endet. Schrödingers Katze. Drei Tage ist es jetzt her, glaube ich. Ist schwer einzuschätzen, wenn man nie das Tageslicht zu sehen bekommt. Aber ich hatte schon immer ein gutes Zeitgefühl. Darum glaube ich wirklich, dass es inzwischen 3 Tage sind, die ich hier bin. Immerhin, zu essen habe ich genug. Zwar alles Dosenfutter, Erbsen einen Topf und so Zeugs, aber es reicht mit Sicherheit noch für ein paar Wochen. Eine Träne der Verzweiflung rollt meine Wange hinunter, als mir klar wird, dass ich wohl tatsächlich einige Wochen oder länger hier sein werde. Er hat es mir gesagt, der Mistkerl, dem ich dieses Zimmer verdanke. Die Geschichte ist im Grunde schnell erzählt und oft gehört. Ich war in der Stadt unterwegs, als mir jemand von hinten erst einen schwarzen Sack und dann ein Knüppel oder irgendetwas in der Art über den Kopf zog. Aufgewacht bin ich in diesem fensterlosen und dunklen, kargen Raum, neben einer gewaltigen Menge an Konservendosen. Und neben diesem Mann, der mir sagte, was nun passieren würde. Er sagte mir, ich sei Teil eines Experiments, und bevor er mich verließ, gab er mir etwas in die Hand. Eine Pille von scheinbar rostroter Farbe, zu deren Gebrauch er nichts sagte. Aber das war auch nicht notwendig.
Ich wusste, was das für eine Pille war, weil meine Schwester sich vor 2 Jahren mit einer solchen Pille das Leben genommen hatte. Inzwischen habe ich schon nahezu jegliche Hoffnung verloren, dass er je wiederkommt. Ich sitze nur hier, futtere seine Konserven und will, dass es vorbei ist. Aber ich kann die Pille nicht nehmen. Ich kann nicht. So verrückt es auch klingt, ich klammere mich beinahe krankhaft an ein schwächliches Leben, von dem ich weiß, dass es verwirkt ist. Nur in der irrigen Hoffnung, doch noch gerettet zu werden. Wie lange die Konserven wohl noch reichen? Sieh nach, sieh nach, sieh nach! Die kleine Stimme in meinem Kopf mit Namen Ungeduld und Neugierde wird langsam lauter, drängt sich vermehrt in den Vordergrund meines Denkens. Aber ich muss mich zusammenreißen. Hätte Edison die Glühbirne erfunden, wenn er sich nicht hätte gedulden können? Würde Hawking mit seinem Leben an den Rollstuhl gefesselt klarkommen, wenn er sich nicht zusammenreißen könnte? Ich darf noch nicht nachsehen. Große Experimente erfordern starke Geister. Und manchmal auch große Opfer. Fliegen. Ich stehe an der Klippe. Auf meinem T-Shirt, genau in der Mitte, ist ein großes J. Es steht für Jonas, meinem Namen. Ich hatte in einem Film mal einen Mann gesehen. Er konnte fliegen, war stark und unverwundbar. Dieser Mann hatte ein großes S auf seiner Brust, welches ebenfalls für seinen Namen stand. Das Interessanteste an ihm war jedoch das Fliegen. Ich möchte so gern fliegen können. Wie dieser Mann. Einfach die Arme ausstrecken und losfliegen. Ich weiß, dass ich das so schnell nicht hinbekommen werde. Deswegen werde ich gleich von dieser Klippe springen, um zu üben. Ich werde das schaffen. Ich bin zuversichtlich. Ich mache einen Schritt auf den Abgrund zu. Ich schaue hinunter. Es ist ziemlich hoch. Komm schon, Jonas. Sei kein Feigling, flüstere ich zu mir selbst. Nur noch ein paar Zentimeter trennen mich vom Fliegen. Ich atme noch einmal aus und gehe direkt zum Abgrund. Meine Zehenspitzen lugen über den Rand des Abhangs raus. Ich bin aufgeregt wie noch nie in meinem Leben. Nicht mal, als ich zum ersten Mal in die Schule ging, war ich so aufgeregt. Ich atme noch einmal aus. Mit einem Lächeln auf den Lippen lasse ich mich fallen. Im Leichenschauhaus beugt sich eine weinende Mutter über den toten Körper ihres 8-jährigen Sohnes. Er wollte wie Superman fliegen und sprang von einer 78 Meter hohen Klippe direkt auf ein Riff, das nur wenige Zentimeter unterhalb der Meeresoberfläche war. Er lächelt immer noch. Du bist die eine. Du bist die Sonne, die sich über mein Land emporhebt und mir zeigt, dass eine einzige die Dunkelheit vertreiben kann und meine Seele erhält. Du bist der Stern, der sich an meinem ewigen Himmel erstreckt. Du bist nur eine einzige, doch deine Kraft kann keine andere überstrahlen. Du bist meine bessere Hälfte. Immer wenn ich mit dir zusammen bin,
erscheint selbst der dunkelste Wald in hellem Glanz. Ich weiß, wir können uns nur nachts treffen, denn anders geht es nicht. Das macht mir nichts aus, denn selbst der schlimmste Ort würde mit dir zum Paradies werden. Wir können uns nur nachts treffen und die Stunden davor und danach sind schrecklich. Ich vermisse dich. Du bist mein Atemzug. Ohne dich kann ich nicht leben. Doch sobald ich dir in deine wunderschönen Augen sehe, bist du mir ganz nah. Du bist wunderschön. Wir können uns nur in der Dunkelheit treffen, denn dich darf keiner sehen. Das ist manchmal sehr schwer zu verstehen und es ist manchmal auch sehr schwer damit zu leben und damit umzugehen. Doch du sagst mir, dass es nicht anders geht. Jedoch ein Blick in dein Gesicht, in deine Seele und alles ist verflogen. Sie dürfen dich nicht sehen. Doch wieso nicht? Es ist doch wie immer. Früher hat es sie nie interessiert. Sie sagten mir, dass wir perfekt wären, dass wir für alle Zeit zusammengehören. Also? Doch ich sage dir jede Nacht, du bist meine Sonne. Auch wenn wir uns heimlich treffen müssen. Du sagst mir, dass es einen großen Unterschied gäbe, wenn wir uns des Tages treffen würden, doch auch dein Tod hat uns nicht getrennt. Baumeln. Wie ich hier so stehe und meine Blicke durch das Fenster in die Welt werfe, wird mir klar, wie schön das doch alles ist. Alles Natürliche steht im Takt zueinander. Das Gras, die Blumen, die Bäume, alles bewegt sich im Takt. Es ist schön anzusehen, wie alles gleichmäßig baumelt. Alles baumelt im Takt. Egal, ob ich hier bin oder nicht. Ich stehe hier und sehe der Natur zu, wie sie im Takt des Windes baumelt. Und es sieht so schön aus. Genau das ist es doch, was die Natur ausmacht. Dieses perfekt eingespielte Miteinander. Nichts tanzt aus der Reihe. Alles passt zueinander. Alles, was ist, soll so sein. Also wieso versuchen wir Menschen mit aller Macht, diesen Takt zu unterbrechen und unsere eigene, ganz unpassende Melodie mit einzubringen? Wieso können wir nicht wie alles andere sein? Einfach im Takt zur Natur. Die Katze dort draußen, die gerade eine Maus jagt und mit ihr spielt, passt sich dem ihr gegebenen Takt der Natur an. Die Vögel singen im ihnen gegebenen Takt. Die Wolken dort oben ziehen vorbei, im perfekten Takt zu allem, was unter ihnen liegt. Wieso also wir nicht? Ich schließe die Augen und höre mir das Lied an, das dort draußen spielt. Das Lied im Takt der Natur. Und alles, wirklich alles muss sich daran halten. Sonst kann es nicht bestehen. Auch wir nicht. Auch ich nicht. Ich will nicht länger außerhalb des Taktes baumeln. Nein, ich will mich fügen, so wie es sein soll. Für immer. Alles baumelt im Takt. Und wie ich so die Schlinge um meinen Hals enger ziehe, wünsche ich mir, dass es bei mir auch so sein wird. Da sind Monster unter meinem Bett. Da
sind Monster unter meinem Bett. Ich muss lächeln. Wie kindlich diese Aussage doch war. Wie naiv. Wie unwirklich. Wie ruhig. Ich mochte es nie, schlafen zu gehen. Schlaf an sich war nichts Schlimmes. Manchmal, wenn ich mich in mein Bett legte, hoffte ich schon, gar nicht mehr aufzuwachen. Aber die Zeit, bis ich einschlafen konnte, war unerträglich. Ich starre an die weiße Wand, erinnere mich an das Kratzen an meinem Bettgeländer, das Knarzen auf den Dielen, das Knacken neben meinem Bett, so als bücke sich eine knochige, unförmige Gestalt über mein Haupt. Beinahe denke ich, den fauligen Atem des Monsters zu riechen. Scheinbare Umrisse der krummen, langen Zähne bilden sich vor meinen Augen ab. Meine Lider weiten sich. Und fast schon panisch greife ich nach meiner Lampe auf dem Nachttischschränkchen. Das Licht geht an und überflutet den von Dunkelheit verfremdeten Raum. Mein Zimmer ist leer. Keine andere Person. Kein Monster. Die Erinnerungen mussten wohl etwas zu intensiv gewesen sein. Da höre ich ein Kratzen. Hysterisch stehe ich auf, stolpere von meinem Bett zurück. Ich will es nicht sehen. Ich will das Monster unter meinem Bett nicht sehen. Auf keinen Fall. Einige Sekunden stehe ich regungslos vor meinem Bett. Ich weiß nicht, was mich aus dieser Paralyse riss. Vielleicht ein Hauch der Vernunft. Jedenfalls knie ich mich widerwillig hin und blicke unter mein Bett. Nichts. Ich mache das Licht aus und wickle mich wieder in meine schöne warme Decke. Meine Augen beginnen schwer zu werden. Da ertönt wieder dieses Kratzen durch meine Ohren. Schlagartig stütze ich mich auf. Ein Gedanke erscheint mir blitzartig. Monster unter meinem Bett. Ich muss lächeln. Wie kindlich diese Aussage doch war. Wie naiv. Wie unwirklich. Wie ruhig. Die Monster sind nicht unter meinem Bett. Sie sind in meinem Kopf. Und sie werden mich nie alleine lassen. Niemals. Das, was du fürchtest. Schatten, geworfen vom Vollmond, welcher hoch am Himmel steht, tanzen über den Boden deines Zimmers. Draußen vor dem vereisten Fenster biegen sich die Bäume im Wind, welche bei jedem Windstoß ächzen, als würden sie im nächsten Moment brechen und das Dach des Hauses dabei zertrümmern. Fürchtest du die Kräfte der Natur deshalb? Nein. Die Dunkelheit kriecht langsam durch dein Zimmer und lässt dich blind werden. Kälte dringt durch deine Haut und lässt deine Knochen zu Eis erstarren, während du dich unter deiner Bettdecke zitternd zusammenkaust. Die Blindheit macht dich wahnsinnig und raubt dir den Verstand. Fürchtest du die Dunkelheit deshalb? Nein. Stille beherrscht den Raum und breitet sich aus. Sie legt sich wie eine Decke aus Watte über dich und scheint jedes einzelne Geräusch zu schlucken, bis du nur noch deinen eigenen Herzschlag vernimmst. Deine Hände tasten blind nach Sicherheit und etwas, an dem du dich festhalten kannst, wenn Dunkelheit und Ruhe vollkommen sind. Fürchtest du die Stille deshalb? Nein. Ein Schlag und das Geräusch von berstendem Glas bricht die Stille und lichtet die Dunkelheit. Auf Zehenspitzen schleichst du aus deinem Zimmer die kalte Eichenholztreppe hinunter, während deine Hände sich an das Geländer klammern. Du bist allein. Niemand bei dir. Niemand, der dich beschützen könnte. Niemand. Fürchtest du die Einsamkeit deshalb? Nein. Du betrittst das Schlafzimmer deiner Mutter, aus welchem das Geräusch dringt.
Licht erhellt den Raum und eine getigerte Katze springt vom Fensterbrett über den Haufen von Scherben, welche einst Teil einer Vase waren, auf das Bett deiner Mutter. Diese schläft noch friedlich, mit weit geöffneten Augen und einem Messer in der Brust. Dunkelrote Flecken zieren ihr weißes Nachthemd. Fürchtest du dich vor ihrem toten, leblosen Körper? Nein. Zitternd wendest du dich ab und siehst in den Spiegel, der an der Wand hängt. Dunkle Blutflecken zieren die Kleidung. Du lächelst. Das Leben deiner Mutter zu nehmen hatte Spaß gemacht. Sehr viel Spaß. Dein Blick wird ernst. Und blankes Entsetzen legt sich auf dein Gesicht. Fürchtest du die Person im Spiegel? Ja. Er kaufte meine Ängste. Wir alle haben schon immer gedacht, dass der alte Mann im Krämerladen am Ende der Straße unheimlich ist. Doch nichts davon schützte mich davor, ihm meine erste Angst zu verkaufen. Ich hatte nicht genug Geld für den Bus und er bot mir an, den Rest zu bezahlen, wenn ich ihm dafür meine Angst vor der Dunkelheit verkaufen würde. Ach, was soll's? Richtig? Ich brauchte das Busticket, um mich mit meinen Freunden treffen zu können, und Gott weiß, Mutter hatte nicht genug Geld. Er bewegte seine Hand vor meinem Gesicht ein paar Mal hin und her und sprach dazu irgendwelche Wörter, die ich nicht verstand. Danach hatte ich mein Ticket. In dieser Nacht schlief ich fest wie ein Baby. Schon bald hatte er mir noch mehr abgekauft. Meine Angst vor Spinnen gegen ein paar Kaugummis. Meine Angst vor Vampiren gegen ein bisschen Eiscreme. Meine Angst vor Höhergestellten gegen ein paar Feuerwerkskörper. Die Käufe wurden größer, als ich älter wurde, und die Ängste wurden weniger banal. Meine Angst vor Krebs gegen ein paar Zigaretten. Meine Angst vor der Polizei gegen Bier. Meine Angst vor dem Gefängnis gegen ein Erwachsenenmagazin. Wie nicht anders zu erwarten, freundete ich mich mit den falschen Leuten an. Und schließlich kam es zu den obligatorischen Drogen. Er gab mir ganze 100 Dollar für meine Angst vor dem Tod. Und als mir der andere Junkie das Messer in meinen Brustkorb stach, starrte ich ihn nur an und lächelte. Es war nichts Beängstigendes. Angst im Dunkeln. In meinem Bett ist es sicher. So denken die meisten, wenn sie nachts zu Bett gehen und das Licht ausmachen. Ich hatte immer Angst im Dunkeln. Vielleicht habe ich zu viele Horrorfilme gesehen oder vielleicht ist meine Fantasie einfach zu ausgereift. Der Lichtschalter am anderen Ende des Raumes zwang mich immer zu einem Hürdenlauf ins Bett. Und immer hatte ich Angst, bis ich es unter die Decke geschafft hatte. Einfach einschlafen. Einfach nicht denken. Einfach einschlafen, mehr will ich nicht. Irgendwann legte sich dann der schützende Mantel des Schlafes über dich und du schläfst ein, vor Erschöpfung und Müdigkeit. Ich hatte immer Angst im Dunkeln. Vor Geräuschen, die man sich einbildet und vor Geräuschen, die doch da sind. Warum fühle ich mich beobachtet, wenn ich unter der Decke kauere? Was liegt nachts unter meinem Bett, wenn alles dunkel ist und man nichts erkennen kann? Meine Gedanken kreisen immer wieder. Ich fürchte mich. Lass diesen Albtraum und die Angst ein Ende finden. Ich zittere und atme ängstlich. Ich kneife die Augen zu und flehe mich selbst an, einfach an etwas anderes zu denken. Ich möchte mich beruhigen. Ich denke an ein Videospiel, das ich gerne spielen würde, an den morgigen Tag, an dem ich noch so viel erleben möchte, an die nächsten Jahre, an denen ich noch so viel erleben will. Ich beruhige mich ganz langsam. Mein Atmen wird ruhiger. Und als mein Atmen völlig ruhig wird, höre ich ein leises Klopfen. Ein leises, kurzes Klopfen direkt am Gestell.
Was war das? Habe ich es mir eingebildet? Es war so echt. Mir wird eiskalt und ich ziehe mich komplett zusammen. Ich weine und zittere vor Angst. Warum heute? Bitte lass mich schlafen. Ein weiteres leises Klopfen. Aber mein Bett ist sicher. In meinem Bett war ich immer sicher. Hier kann es mir nichts tun. Vor Angst kneife ich die Augen zusammen und atme tief durch. Selbst wenn es ganz dunkel ist, ich möchte die Augen nicht offen halten. Meine Hand wandert an die Wand und ich klopfe leise zweimal. Ich zittere und warte auf eine Reaktion. Aber tatsächlich passiert nichts. Ich atme tief durch. Dass ich mir das nur eingebildet haben könnte, beruhigt mich. Plötzlich wieder das Klopfen. Jetzt ist die Angst noch viel größer. Nein, es ist wirklich da. Es ist tatsächlich hier bei mir im Raum. Aber mein Bett ist es sicher. Ich werde nicht schlafen. Ich werde auf das Licht warten. Ich werde warten, bis es weg ist. Ich richte mich auf und sitze in meinem Bett. Mein Bett ist sicher. Ich starre in die Dunkelheit und erkenne leichte Umrisse und hell leuchtende Augen. Augen, die mich direkt ansehen. Der Schock ist so groß, dass ich nicht einmal schreien kann. Sofort verkrieche ich mich wieder unter der Bettdecke und weine, schluchze und bete. Bitte tu mir nichts, bitte. Tut mir nichts, bitte. Bitte geht einfach weg. Verschwindet, ich will nicht sterben. Viele Minuten vergehen, in denen ich flehe und bettle. Aber nichts passiert. Vorsichtig schaue ich noch einmal nach. Und die Umrisse und Augen haben sich nicht bewegt. Sie stehen genauso da wie vorher auch und sehen mich direkt an. Ich schreie laut und werfe mein Kopfkissen in die Richtung der Gestalten. Ich ziehe die Decke über den Kopf und flehe und weine und warte. Am nächsten Tag wache ich erschöpft auf und mein Kopfkissen ist verschwunden, als ob ich nie eins besessen hätte. Monster. Was macht ein Monster für euch aus? Ich kann eure Antworten förmlich hören. Monster haben scharfe Krallen, Monster sind schleimig, Monster verstecken sich im Schrank oder anderen dunklen Stellen. Allgemein könnte man sagen, ein Monster ist etwas, was uns unnatürlich erscheint. Zum Beispiel haben sie außergewöhnliche Fähigkeiten. Kugeln prallen ab, fliegen hindurch, Überleben von tödlichen Verletzungen, Regeneration, die Fähigkeit, ohne Augen zu sehen. Ihnen fehlen Körperteile. Oder diese sind ungewöhnlich, wie Rasiermesser, scharfe, lange Fingernägel oder Zähne, fehlende Augen und so weiter. Daraus kann man einen einfachen Schluss ziehen. Wir haben Angst vor Dingen, die anders oder die unerklärlich sind. Doch du solltest Angst vor denen haben, die so normal erscheinen wie du. Du solltest keine Angst vor Monstern haben, denn diese existieren nur in deiner Fantasie und in Filmen. Nein. Du solltest Angst haben vor den Menschen, die dir tagtäglich begegnen. Die meisten Monster könnte man auf einen Blick erkennen. Doch nun sage mir, wie erkennst du einen Psychopathen, einen Vergewaltiger oder gar einen Mörder? Wenn du jetzt am liebsten antworten würdest, dass viele Tattoos, eine komische Frisur oder Piercings haben, so frage dich, denkst du dies, weil du schon viele Psychopathen mit diesen gesehen hast? Oder denkst du dies, einfach nur, weil sie auf dich anders wirken als die normalen Leute. Denk darüber nach. Für viele ist anders zu sein oftmals das Gleiche wie böse, eklig und in ganz schlimmen Fällen sogar gestört zu sein. Doch nun zurück zu dem, was ich dir sagen wollte. Denkst du, dass jemand, der ein Psychopath ist, automatisch auch anders aussieht als die anderen, beziehungsweise normalen? Ich denke, jetzt solltest du verstanden haben, was ich dir sagen wollte. Wenn du nicht verstanden haben solltest, was ich meine, solltest du wenigstens noch ein wenig darüber nachdenken, was oder wer die echten Monster sind.
Sind es die schleimigen Kreaturen ohne Augen und mit messerscharfen Zähnen, welche aber nur in Fantasie und Film existieren? Oder sind es doch die Menschen, die du immer für so normal gehalten hast, von dessen dunklen Geheimnissen du aber keine Ahnung hast? Du musst wählen. Der anderen Seite des Bettes. Kennt ihr das? Ihr schlaft in eurem Bett, als ihr mitten in der Nacht aufwacht. Ihr wollt wieder einschlafen, aber plötzlich merkt ihr etwas. Eure Decke liegt unterm Bett. Nur ein Zipfel ragt heraus. Was macht ihr dann? Ihr zieht die Decke mit aller Gewalt zu euch, bis sie wieder komplett auf eurem Bett liegt. Nur ein Zipfel ragt über die Bettkante. Plötzlich spürt ihr, dass etwas an eurer Decke zieht. Ihr glaubt, dass das nur eure Einbildung ist, die euch vom Schlafen abhalten will. Schließlich schlaft ihr ein und haltet euch im Schlaf eure Decke fest. Aber was passiert wohl in der Zwischenzeit, auf der anderen Seite eures Bettes? Vielleicht sitzt dort auf der anderen Seite des Bettes ein verängstigtes kleines Mädchen, das aufgewacht ist und ebenfalls ihre Decke nicht findet. Vielleicht findet es den Zipfel und versucht, ihre Decke unter dem Bett hervorzuziehen. Aber ihr haltet sie fest und ihr werdet sie auch nicht loslassen, nicht wahr? Ihr würdet die Decke nicht loslassen, um nackt und ungeschützt dazuliegen. Euch wäre es egal, wie lange das kleine Mädchen weinen und ziehen würde, um nicht den Gefahren der Dunkelheit ausgeliefert zu sein. Euch wäre das egal, nicht wahr? Tja, es kann eben nur einer das sichere Gefühl eurer Decke genießen. Zwielicht. Du findest eines Nachts, als du dich gerade zum Schlafen legen willst, eine Nachricht auf deinem Bett. Im Allgemeinen unterscheiden die Menschen die Welt in Gut und Böse. Eine Schwarz-Weiß-Malerei, aber dennoch korrekt. Genauer gesagt, sie unterscheidet sich im Wesentlichen von Licht und Finsternis. Die Menschen leben im Licht. Sie sind abhängig davon, sie brauchen es. Nicht nur zum Sehen, sondern auch für ihr eigenes Wohlbefinden. Doch in erster Linie, um etwas sehen zu können, denn niemand sieht in der Dunkelheit. Zumindest nicht besonders gut. Doch es gibt auch eine andere Seite. Die Seite dieser Welt, in der wir leben. Wir leben in der Dunkelheit, die für uns so klar ist, wie für dich das Licht. Im Licht sind wir blind, im Licht sind wir schwach und haben Angst. Doch in den finsteren Ecken leben wir. Das ist unser Reich. Hier sind wir stark. Du hast gelernt, uns zu übersehen, doch nicht so die Tiere. Deine Haustiere können sehen, dass wir um dich herum existieren und wie wütend wir sind. Wenn sie zu dir kommen, dann wollen sie dich vor uns beschützen. Vor allem nachts, wenn ihr im Bett liegt und sie sich an dich drängen und sich zu dir legen. Sie sehen uns überall um dich herum. Denn wenn du in dunklen Zimmern bist, auf dunklen Straßen und in Gassen, dann bist du in unserer Welt. Wir können dir zwar nichts tun, solange du im Licht bist, in hellen Räumen, im Sonnenschein, weil wir dich nicht sehen, weil wir dort nicht hingehen. Doch wenn du dich zum Schlafen legst, nachts durch den Hausflur spazierst, in den Keller gehst oder nachts auf den Straßen, dann sind wir überall um dich herum. Wenn du dich paranoid fühlst, im Dunkeln, dann kannst du unsere Blicke spüren. Dann spürst du, wie wir dich berühren. Du spürst unseren Hass auf dich. Sieh genau in die finsteren Ecken, dann kannst du uns sehen, wenn auch nur für Sekunden. Wir beobachten dich beim Schlafen und aus jeder dunklen Ecke und Spalte heraus, auch wenn es um dich herum hell ist. Wenn du deine Füße nach dem Aufstehen auf den Boden stellst, während du noch auf dem Bett sitzt, dann sind wir dort unten und sehen dich schemenhaft aus der Dunkelheit.
Und wenn wir es wollen, dann ziehen wir dich an deinen Füßen zu uns nach unten und reißen dich in Stücke. Wir lauern in den Spalten von angelehnten Türen, die in dunkle Räume führen, unter deinem Sofa, unter deinem Tisch, sobald Schatten sich darunter sammelt. Dein Körper dringt ständig in unser Reich ein, während du uns nicht einmal wahrnimmst. Sieh dich um. Überall um dich herum schaue in jede dunkle Ritze, aus den Fenstern bei Nacht, denn die Nacht ist unser Tag. Du hörst nachts besonders viele Geräusche um dich, Knarren und Kratzen, unerklärlicher Lärm. Es wird Zeit, dass du uns wahrnimmst, damit du siehst, was mit dir passiert. Versteck dich weiterhin im Licht, doch vergiss nicht, dass auch du einen Schatten wirfst. Etwas greift nach dir. Du fällst, kratzt dich am Boden fest. Das Licht erlischt. Finsternis. Disrepair. Der Verfall. Die Szene. Ein idyllisches Häuschen ohne irgendwelche Besonderheiten. Die Besetzung. Eine traditionelle Kleinfamilie wie lebende Karikaturen aus einem Norman Rockwell-Bild. Die Eltern plaudern, während sie alle ein Frühstück mit Speck und Eiern zu sich nehmen. Die Kinder verschlingen die Mahlzeit eilig, weil sie sich auf die Schule freuen. Die Mutter räumt das Geschirr ab und gemeinsam gehen sie zur Tür hinaus, um ihren Tag zu beginnen. Ihre Schritte machen keine Geräusche, als sie über den schwarzen Dreck gehen, auf dem einst Gras wuchs. Der Vater schnuppert die tödlich giftige Luft und erklärt, dass es ein schöner Tag ist, während er sich von seiner Familie verabschiedet und den Weg zur Arbeit antritt. Der braune und graue Staub, der den Himmel bedeckt, schirmt das Land vor der sengenden Sonne ab. Der Vater pfeift eine Melodie, während er vorsichtig um die Leichen und den Müll manövriert, die die Straße übersehen. Er beschließt, den längeren Weg zu nehmen, da sich ein weiterer Stau aus zerstörten Autos und umgestürzten Gebäuden gebildet hat. »Morgen, Jim«, sagt er zu niemandem Bestimmten, als er in das heruntergekommene Büro mit Löchern in der Decke und verwesene Leichen auf den Schreibtischen tritt. »Ein weiterer Tag, ein weiterer Dollar, was?« sagt er zum 5789. Mal zu seinem Kabinennachbarn. Er tippt ein paar Stunden lang auf der kaputten Tastatur, obwohl der Monitor einen zersplitterten schwarzen Bildschirm hat. Schließlich sammelt er ein paar weggeworfene Papiere ein, ordnet sie ordentlich und holt den Koffer, den er nie geöffnet hat, um nach Haus zu gehen. »Wir sehen uns morgen.« Er bricht mitten im Satz ab. Irgendetwas stimmt nicht. Morgen, Jim. Plötzlich fühlt sich sein Kopf an, als hätte ihn jemand einen Nagel in ihn geschlagen. Er lässt seinen leeren Koffer fallen und sieht sich um. Der zweifache Familienvater geht im Büro umher, was die Ratten dazu veranlasst, von ihrer Mahlzeit wegzuhuschen. Ich fühle mich nicht sehr gut. Vielleicht von etwas, das meine Frau gekocht hat, ha? Ein Teil von ihm weiß, dass es hier niemanden gibt, mit dem er reden kann. Dennoch fühlen sich solche Gedanken falsch an. Natürlich gibt's hier Leute, Richard, du Schlitzohr. Du warst da erst letzte Woche zum Pokerabend hier, stimmt's? Natürlich keine Antwort. Dabei hat er seinen Freund schon millionenfach sprechen hören. Warum, fragt er sich, sind Richard und alle anderen heute so still? Ich muss nach Hause gehen und mich etwas hinlegen. Tut mir leid, Leute, lasst euch von meinen Ausfällen nicht ablenken. Er schlendert aus der Tür und beginnt nach Haus zu laufen, wobei er sein schmutziges Auto vergisst. Glas knirscht unter seinen Schuhen, als er über den alten Parkplatz läuft. Der Kopf tut ihm immer noch weh. Und so geht er zu dem verkohlten Skelett eines Baumes und setzt sich mit dem Rücken daran. Was ist los mit mir? Es fühlt sich an, als würde alles auseinanderfallen. Er fährt sich mit der Hand durch die Haare und spürt etwas Seltsames. Es fühlt sich an, als ob eine Ameise in seinen Finger gebissen hätte. In der Erwartung, eine rote Beule zu sehen, starrt er auf seinen Zeigefinger, aus dem stattdessen ein kleiner blauer Draht herausragt.
Gateway of the Mind. Das Tor zur Seele. Im Jahr 1983 führte ein Team von äußerst gottesfürchtigen Wissenschaftlern ein einschneidendes Experiment in einer geheimen Einrichtung durch. Die Forscher hatten die Theorie aufgestellt, dass ein Mensch, abgeschirmt von äußeren Reizen und ohne den Zugang zu seinen Sinnen, in der Lage wäre, die Gegenwart von Gott wahrzunehmen. Sie glaubten daran, dass die fünf Sinne unser Bewusstsein für die Ewigkeit trüben würden und dass ein Mensch ohne sie über seine Gedanken in Kontakt mit Gott treten könne. Ein älterer Mann, der aussagte, dass er nichts mehr hätte, wofür es sich zu leben lohnte, war das einzige Testobjekt, das sich freiwillig meldete. Um all seine Sinne zu eliminieren, führten die Wissenschaftler eine komplexe Operation durch, während der bei jedem Sinnesnerv die Verbindung zum Gehirn chirurgisch gekappt wurden. Obwohl das Testsubjekt die volle Muskelfunktion behielt, konnte es weder sehen, riechen, tasten, schmecken noch fühlen. Ohne jeglichen Weg mit der Außenwelt zu kommunizieren oder diese auch nur wahrzunehmen, war der Mann mit seinen Gedanken allein. Die Wissenschaftler beobachteten ihn, als er über seinen Geisteszustand in wirren, undeutlichen Sätzen berichtete, die er selbst nicht einmal hören konnte. Nach 4 Tagen behauptete der Mann, leise und verständliche Stimmen in seinem Kopf zu vernehmen. Eine sich anbahnende Psychose vermutend, schenkten die Wissenschaftler den Äußerungen des Mannes wenig Beachtung. 2 Tage später schrie der Mann, dass er seine tote Frau sprechen hören konnte, und nicht nur das, er konnte sogar darauf antworten. Die Forscher waren fasziniert, aber doch nicht völlig überzeugt, bis der Mann die Namen verstorbener Verwandter der Wissenschaftler aufzuzählen begann. Er gab persönliche Informationen wieder, die nur deren dahingeschiedene Ehepartner und Eltern wissen hätten können. An diesem Punkt verließ eine beträchtliche Anzahl an Wissenschaftlern die Studie. Nach 1 Woche der gedanklichen Kommunikation mit den Toten wurde das Subjekt immer verzweifelter, da die Stimmen erdrückend wurden. In jedem wachen Moment wurde sein Bewusstsein mit Hunderten von Stimmen bombardiert, die sich weigerten, ihn in Ruhe zu lassen. Er warf sich immer wieder gegen die Wand, um eine Schmerzreaktion hervorzurufen. Er flehte die Wissenschaftler um Sedative an, um den Stimmen durch Schlaf zu entfliehen. Diese Taktik funktionierte 3 Tage. Danach bekam er schwere Nachtängste. Das Subjekt berichtete wiederholt, dass er die Verstorbenen in seinen Träumen sehen und hören konnte. Einen Tag später begann das Subjekt zu kreischen und seine nicht funktionierenden Augen zu zerkratzen, in der Hoffnung, etwas in der physischen Welt spüren zu können. Das hysterische Subjekt behauptete nun, dass die Stimmen der toten Ohren betäubend und feindselig seien. Sie würden nun von der Hölle und dem Ende der Welt sprechen. Zu einem Zeitpunkt rief er 5 Stunden lang durchgehend die Worte: »Kein Himmel, keine Vergebung!« Er bettete unaufhörlich um den Tod. Doch die Wissenschaftler waren überzeugt, dass er kurz davor stand, mit Gott in Kontakt zu treten. Nach einem weiteren Tag konnte das Subjekt keine zusammenhängenden Sätze mehr bilden. Augenscheinlich den Verstand verlierend, fing er an, Stücke seines Arms herauszubeißen. Die Wissenschaftler eilten in die Testkammer und fixierten ihn an einem Tisch, damit er sich nicht selbst töten konnte. Nach einigen wenigen Stunden, in denen der Mann festgebunden dagelegen hatte, hörten die Gegenwehr und das Schreien plötzlich auf. Er starrte ausdruckslos an die Decke, während Tränen leise sein Gesicht herunterflossen. 2 Wochen lang musste das Subjekt wegen des konstanten Weinens manuell rehydriert werden. Schließlich drehte der Mann seinen Kopf und suchte trotz seiner Blindheit zum ersten Mal seit Beginn dieser Studie direkten Augenkontakt zu den Wissenschaftlern. Er flüsterte: »Ich habe mit Gott gesprochen. Er hat uns verlassen.« Und seine Vitalzeichen stoppten. Es gab keine erkennbare Todesursache. Kairos. Heute war der Tag, an dem es sich auf 500 Meilen pro Stunde verlangsamte. Denke ich zumindest. Oder war es gestern? Heute sollten es in etwa 400 sein. Ich nehme an, es spielt keine Rolle, wie auch immer. Mittlerweile ist es schwer, sich an viele Dinge zu erinnern.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Wissenschaft so weit gehen und zum Untergang der Menschheit werden würde. Aber wer hätte gedacht, dass es irgendwann der Untergang der Existenz jeglichen Lebens sein würde? Vor einem Jahr wurde in den Nachrichten bekannt gegeben, dass eine neue Methode zur Nutzung dunkler Energie entdeckt wurde. Ich habe nie alle Details davon verstanden, was dies bedeutete oder wie sie es erreichen konnten, aber ich erinnere mich, dass erklärt wurde, dass dunkle Energie der Grundbaustein der Schwerkraft war. Um noch genauer zu sein, es ist im Grunde genommen das, was das Universum auf Quantenebene zusammenhält. In der Lage zu sein, diese Energie zu kontrollieren oder zu manipulieren, würde bedeuten, dass den Menschen unbegrenzte Möglichkeit zur Verfügung stehen würde. Und das war sehr aufregend, aber auch sehr beängstigend. Beängstigend, weil Amerika derzeit am Rande des Dritten Weltkrieges stand und plante, diese neue Entdeckung für militärische Zwecke zu nutzen. Ein paar Monate vergingen und die Sowjetunion und das britische Empire hatten begonnen, sich gegenseitig anzugreifen. Es bestand die ständige Gefahr des Einsetzens von Atomwaffen und Amerika stand kurz davor, sich einzumischen. Die NATO war sehr gegen die geplanten Experimente zur Kontrolle der dunklen Energie. Viele Forscher glaubten, dass das Manipulieren dieser Energie bedeutete, durcheinander in das Geflecht von Raum und Zeit zu bringen, was unabhängig von den geplanten Vorsichtsmaßnahmen katastrophale und unvorstellbare Auswirkungen auf die Erde haben oder sogar die Gesetze der Physik selbst beeinflussen könnte. In der Mitte der Chihuahuan-Wüste in New Mexico war bereits eine Einrichtung zu Testzwecken vorbereitet worden. Über die Angelegenheit wurde nicht länger diskutiert, als es Hinweise auf Atomwaffenangriffe der Sowjetunion und Chinas auf das britische Empire und möglicherweise die Vereinigten Staaten gab. Die Tests sollten sofort beginnen. Der Störfall ereignete sich vor 2 Monaten. Amerika konnte sich vorerst aus dem Krieg heraushalten, aber die Sowjets befanden sich immer noch im Krieg mit China und der größte Teil Europas lag in Trümmern. Niemand weiß, wie es passiert ist, da dort niemand gelebt hat, um die Geschichte zu erzählen, aber am Dienstag, dem 10. Juni um 12 Uhr mittags, war weltweit ein Erdbeben zu spüren. Auf allen Kontinenten, Ländern, in Bundesstaaten und Städten wurde ein Erdbeben der Stärke 7,8 aufgezeichnet, das 5 Minuten dauerte. Die Eilmeldungen sprachen davon, dass die Einrichtung in New Mexico zerstört wurde. Aber zerstört ist nicht einmal das richtige Wort dafür. An der Stelle, an der sich die Einrichtung befunden hatte, existierte jetzt eine pechschwarze Kugel, die gesamte Wüste einnahm. Es war fast, als wäre die Realität von diesem Ort verschwunden. Kurz darauf musste New Mexico vom Rest des Landes abgeschottet werden. Nicht einmal 1 Stunde nach dem Vorfall wurden die Menschen in den Städten rund um die Wüste verrückt. Menschen behaupteten, Stimmen zu hören, schreckliche Missbildungen und Krankheiten befielen Hunderte und Menschen begannen, andere Menschen auf der Straße zu töten. Jeder, der sich der Sphäre auf weniger als 50 Meilen näherte, würde unter einer der vielen Krankheiten leiden, welche die armen Einwohner befielen. Die Nachricht von dem, was die Wissenschaft über die Menschheit gebracht hatte, verbreitete sich schnell und der Krieg endete durch das Eintreffen schlimmerer Nachrichten. Einige Wochen nach dem Vorfall stellten die NASA-Astronomen fest, dass sich die Erdrotation allmählich verlangsamte. Schätzungsweise 11,2 Sekunden pro Tag. Aber jeden Tag schien es ein bisschen mehr zu werden. Es dauerte nicht lange, bis die Rotation der Erde von 1000 Meilen pro Stunde auf 800 Meilen sank. Und es war nicht nur unser Planet. Der Mond und andere Planeten in unserem Sonnensystem schienen ähnliche Symptome in ihrem Gravitationsverhalten zu zeigen. Es war nicht nur die Verlangsamung der Erdrotation. Die Zeit selbst verlangsamte sich. Ohne dass Studien durchgeführt wurden, war klar, dass was auch immer an diesem Tag in der Wüste geschah, die Ursache dafür war. In einem weiteren Monat hatte sich die Rotation des Planeten auf 400 Meilen pro Stunde verlangsamt. Die Luft selbst wurde schwer, fast feucht. Und das Schicksal allen Lebens wurde langsam akzeptiert. Ich verbrachte meine verbleibenden Tage weiterhin zu Hause mit meiner Frau und meinem Sohn. Ich weiß nicht, was im Rest der Welt oder mit meinen Freunden oder anderen Familien passiert ist, denn allein der Versuch zu sprechen war wie der Versuch, etwas weit Entferntes zu lesen, während man gähnt. Wir hatten unser Schicksal akzeptiert. Heute war der Tag, von dem wir wussten, dass alles enden würde. Ich näherte mich meinem Sohn und meiner Frau auf der Couch in unserem Wohnzimmer. Die Luft fühlte sich an, als wären schwere Vorhänge vor mir, als ich versuchte, mein Ziel zu erreichen. Ich saß zwischen ihnen, drehte mich langsam zu den beiden um und lächelte.
Ich liebe dich, kam mein letztes Mal über unsere schwer gewordenen Lippen, bevor die Veränderung unter unseren Füßen zu spüren war, als ich fühlte, wie das Universum selbst um uns herum stehen blieb. Und so blieben wir sitzen, erstarrt und verdammt für alle Ewigkeit, während wir uns anlächelten. The Stench of Death, der Geruch des Todes. Was ist los? Ich habe noch nie so ein Grauen erlebt wie jetzt. Ich bin gerade aufgewacht und habe mich in einem unvorstellbar mysteriösen Raum wiedergefunden. Nachdem ich versucht hatte, Hilfe zu rufen, wurde mir klar, dass ich meinen Mund nicht öffnen kann. Ich habe solche Angst. Und am schlimmsten ist, ich kann mich nicht erinnern, wer ich bin und wie ich hierher gekommen bin. Ich fand diesen Stift und das Papier neben einigen Formularen in der Ecke des Raums. Was ist los? Ich kann nichts fühlen. Bin ich auf irgendeine Art von Drogen? Jemand kommt. Ich verstecke diese Notiz besser, bis ich mehr weiß. Liebes Tagebuch. Ich nehme an, du wirst mein Tagebuch sein, bis ich hier rauskomme. Erst besuchte mich eine Person, die aussah wie ein Psychopath. Ich denke, es war ein Mann, ein Chirurg oder so. Er war voll mit getrocknetem Blut und verbarg sein gesamtes Gesicht mit einer großflächigen Schutzmaske. Nachdem er hereingekommen war, stellte er sein Tablett neben das Bett, ging zu mir hinüber, injizierte mir etwas mit einer Nadel und holte diesen... Er entfernte einen Maulkorb von meinem Gesicht. Kein Wunder, dass ich vorher nicht schreien konnte. Nachdem er den Maulkorb entfernt hatte, stellte er das Tablett vor mich. Es war eine Art ekelhaft aussehender Aufschnitt. Ich habe es nicht gegessen. Es verbreitete den ekelhaften Gestank des Todes. Ich wollte ihn fragen, wer er ist und was ich hier mache. Aber ich konnte nicht einmal verständliche Worte aussprechen. Aus irgendeinem Grund konnte ich nur unverständliche Geräusche von mir geben. Aufgrund meiner Unfähigkeit zu sprechen, wurde ich zunehmend frustriert und verlor die Kontrolle über mich. Ich warf mein Fleisch auf den Boden und versuchte, an den Arzt vorbeizukommen, aber plötzlich fühlte ich mich wie benebelt und viel zu Boden. Ich kann immer noch nichts von dem fühlen, was ich berühre, weshalb ich nicht sagen kann, ob ich wieder einen Maulkorb trage. Ohne Tastsinn ist es sehr schwer zu schreiben, aber ich muss dranbleiben, denn das ist mein einziges Fenster zur Vernunft. Ich möchte nur wissen, was los ist. Vielleicht sollte ich meine Fragen an den Chirurgen aufschreiben. Tagebuch. Die letzten Stunden waren lang, dunkel und beängstigend. Aber irgendwie habe ich es ohne Tastsinn und Spiegel endlich noch geschafft, den Maulkorb von meinem Mund zu bekommen. So ist zumindest etwas Gutes daran, allein zu sein. Ich kann immer noch nicht sprechen. Ich frage mich, was sie mir angetan haben. Ich bin so unglaublich hungrig. Tagebuch. Ich wünschte jetzt, der Chirurg hätte das Fleisch auf dem Boden liegen gelassen. Ich weiß nicht, wie lange ich mit diesen Schmerzen umgehen kann. Ich schrieb eine Liste mit Fragen an den Chirurgen, um sie ihm zu zeigen, überlegte es mir aber anders. Wenn ich ihm eine Frage stelle, wird er mir wahrscheinlich den Stift wegnehmen. Ich glaube, ich bin in einer Art illegaler, abgeschiedener Anstalt, in der versucht wird, mich um den Verstand zu bringen. Ich werde nicht zulassen, dass sie mir das Schreiben wegnehmen. Aber wie soll ich ihnen sagen, dass ich hungrig bin? Es schmerzt. Ich bin in Schwierigkeiten, Tagebuch. Ich bin gerade in einer Blutlache aufgewacht. Als ich meine Augen öffnete, fand ich den Chirurgen tot auf dem Boden und eine Nadel ragte aus meinem Arm. Überall ist Blut. Bitte hilf mir jemand, ich möchte nur wissen, was los ist. Oh nein, es kommen noch mehr Leute. Ich gebe auf, liebes Tagebuch. Nach meinem traumatisierenden Ereignis zuvor stürmten ein paar bewaffnete Ärzte oder was auch immer sie sind herein und setzten mir wieder den Maulkorb auf. Sie packten mich an den Arm und zerrten mich in eine andere Kammer. Während ich in dem Raum war, hörte ich einen dieser Leute hinter der Tür sprechen. Er flüsterte einem anderen zu. Der Kommander sagte, dass sie getötet hat, müssen wir sie als Nahrung für die anderen verwenden. Als ich das hörte, schnappte ich mir den ersten stumpfen Gegenstand, den ich finden konnte, um mich zu schützen. Ich war bereit, mich herauszukämpfen, bis ich mein Spiegelbild im glänzenden Metall sah. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich es nicht früher bemerkt habe. Kein Wunder, dass ich mich an nichts erinnern kann. Ich bin... Da kommt jemand.
Ich bin wieder aufgewacht. Aber jetzt bin ich in einem neuen Raum. Dieser hat tatsächlich Lampen. Nachdem ich erwacht war, fand ich ein Dokument an der Wand. Darauf stand: Dringend. Obwohl wir bewiesen haben, dass die Subjekte nicht auf menschlicher Ebene denken können, wurde die Operation Necrogenos aufgrund der jüngsten Verluste, der Ausbrüche und der Tatsache, dass die Antibiotika nicht die vorhergesehene Zeitspanne überwirken, mit sofortiger Wirkung eingestellt. Alle Leichen sind sofort zu vernichten. Es darf keine Spur von der Forschung geben. Scheint, als hätte ich nicht viel Zeit, Tagebuch. Zumindest ist es fast vorbei. Tagebuch. Ich bin jetzt mit den anderen in einer Art geschlossener Atrium, das immer heißer wird. Ich bin froh, dass ich mein Schreiben vor den Ärzten versteckt habe. Sonst würden sie die Wahrheit erfahren, dass wir denken können. Ich bin umgeben von dem heftigen Wehklagen der armen Seelen. Bei einigen lassen die Injektionen nach und sie beginnen, sich gegenseitig anzugreifen. Ich werde einfach hier liegen und Frieden finden, so wie ich die ganze Zeit Frieden gefunden habe, indem ich schreibe. Meine Finger beginnen zu schmelzen. Es ist endlich vorbei. Zumindest können sie mich diesmal nicht zurückbringen. The Quantum Man. Jonathan Felix lehnte sich auf dem Stuhl zurück, nachdem er die letzten Elektroden an seinem Schädel befestigt hatte. Gegenwärtig lag er an einer der teuersten privaten wissenschaftlichen Investitionen der Welt. Und heute war das Ergebnis seiner und vieler anderer Bemühungen. Ziel des Projekts war es, den Geist eines Menschen zu öffnen und ihm zu ermöglichen, eine der räumlichen Dimensionen über den mittelmäßigen 3 wahrzunehmen. Das tatsächliche Ergebnis war immer noch ein Streitpunkt. Aber es wurde vermutet, dass der Einzelne in der Lage sein würde, alle möglichen Universen zu studieren, die aus seinen Handlungen erschaffen werden könnten, und dann dasjenige auszuwählen, dem er folgen wollte. Ein Mensch, dessen jede Handlung perfekt wäre, der die Ergebnisse bereits gesehen hatte. Felix hatte die Gelegenheit genutzt, weil er jung und eigensinnig war. In seinen früheren 20ern und brillant auf dem Gebiet der Quantenmechanik genoss er die Gelegenheit, die normalerweise theoretischen Aspekte seines Handwerks auf ein physikalisches Medium anzuwenden. Er gab den Technikern hinter dem Sicherheitsglas den letzten Daumen nach oben und sie aktivierten die ersten Stufen der Maschine. Ein Mikrofon im Raum gab seine Worte weiter, als der Prozess begann. »Wenn ich weiter gesehen habe als andere, dann deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen gestanden habe.« Nachahmung war die größte Form der Schmeichelei, dachte er grinsend. Der Stuhl lehnte sich zurück, bis er zu einem flachen Tisch wurde und eine große rotierende Kuppel senkte sich, um seinen gesamten Körper zu erfassen. Innerhalb der Kuppel kleidete eine komplexe Kristallstruktur die Innenseite aus. Er konzentrierte sich auf die Facetten der Kristalle und bemerkte, dass sie sich zu verwandeln begannen und sich auf eine Weise veränderten, die sein Geist einfach nicht verstehen konnte. Er fühlte sich benommen und schwindlig. Sein Blick war plötzlich von Lichtexplosionen erfüllt und sein Körper begann sich zu verkrampfen. Die Ingenieure lasen seine Gesundheitszeichen im Kontrollraum und stellten den Betrieb sofort ein. Ein Sanitäter, der hereinrannte, überprüfte die Vitalwerte von Felix und war erfreut, einen schwachen, aber beständigen Herzschlag zu finden. Ein paar Minuten später öffnete Felix die Augen. Er sah zu dem Arzt auf und zuckte plötzlich zusammen, als ihm klar wurde, wo er war. »Was ist passiert? Ich fühle mich nicht anders.« Der Arzt lächelte und tätschelte ihm die Schulter. »Wenn man nach einer Landung noch laufen kann, ist das eine gute Landung, sagt man unter Piloten.« Der Arzt drehte sich um wegzugehen, blieb mit seinem Knöchel in einem Schleppkabel hängen, stolperte nach vorn und krachte mit der Stirn gegen die Ecke des Tisches. Sein Kopf drehte sich zu einem widerlichen Winkel. Wurde dann von hinten gepackt, als Felix sich vom Stuhl warf und ihn nur wenige Zentimeter von der Tischecke entfernt hielt. Felix brach zusammen und übergab sich. Mit zitternden Händen erkannte er, dass er gerade 2 Universen wahrgenommen und aktiv das ausgewählt hatte, das er wollte. Er lächelte den Arzt an. »Ich hab's geschafft. Ich kann sie sehen. Ich kann sie alle sehen!« Felix' Lächeln verblasste.
Er sah jetzt zwei neue Universen. Beide, soweit er wusste, gleich. Plötzlich erblühte ein drittes, ein viertes, ein fünftes in seinem Kopf. Er konnte plötzlich alle Möglichkeiten sehen, zu denen er fähig war. Einige, die er nicht sehen wollte. Sein Geist begann zu brechen. Felix griff nach dem Sanitäter und stieß in einem Akt unnatürlicher Wut seinen Daumen in die Augen des armen Begleiters. Zurücksetzen! Felix sah dem Sanitäter verzweifelt in die Augen und fing an zu schreien. Er weigerte sich aufzuhören, selbst als blutige Blasen um seinen Mundwinkel schäumten. Zurücksetzen! Felix packte das Tischbein und stieß seinen Kopf mit Gewalt gegen die Ecke, um sein Ziel zu erreichen, seinen Schädel beim vierten Schlag zu zerbrechen. Zurücksetzen! Felix saß auf dem Boden und erlebte all das potenzielle Übel, zu dem er körperlich fähig war. Sein Körper zitterte, als er vor Entsetzen schluchzte. Er packte den Kragen des Sanitäters und zog sie von Angesicht zu Angesicht. »Zu weit! Zu weit!« schrie er. Seine Augen verschwammen für eine Sekunde, dann fingen sie an, gelb zu werden und schrumpften. Im selben Moment verwandelten sich seine Haare in das reinste Weiß. Felix wurde in seinen letzten Augenblicken bewusst, dass eine Vielzahl von Universen auf ihn niederprasselten und er würde jedes einzelne durchleben müssen. Sein Griff rutschte ab und sein Verstand war an den Abgrund verloren. Zurücksetzen.